Würdest du eine Entschuldigung von ihm annehmen, wenn er halt sagt, hey, scheiße gelaufen, tut mir leid, fuck drauf, keine Ahnung? Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute meine Freunde hier. Ich habe ja auf Instagram euch gesagt, dass ich ein bisschen gerade gefickt bin mit dem Podcast und viel zu wenig Content von mir als Person auch kommt. Und da fand ich es auch krass. Viele von euch haben mir geschrieben und gesagt, Digga, wir haben den Kanal wegen dir abonniert. Mach das, worauf du Bock hast. Und richtig viel Support bekommen in den Kommentaren und also in meinen Nachrichten. Also ich habe die gelesen. Es war wirklich insane. Und da habe ich schon seit 2-3 Monaten wollte ich mit Mev, Thomas und Vincent so ein Format machen, wo wir hier einfach als Freunde miteinander sprechen. Weil das musst du nicht viel vorbereiten. Wir reden eh die ganze Zeit miteinander. Wir sind auch Arbeitskollegen. Das heißt, wir arbeiten hier alle bei GIN und wir sind auch Homies und reden halt nach Podcast, vor Podcast und haben so viel interessantes Zeug eigentlich, was gar nicht auf YouTube kommt, wo ich dachte, Digga, scheiß mal drauf, lass das jetzt machen. Kurz zu den Personen, bevor es losgeht, damit ihr auch wisst, wer das ist. Also wir haben einmal Thomas da. Thomas ist neben Nico mein bester Homie, den ich schon seit über 13, 14 Jahren kenne. Thomas hat Jura an der LMU studiert, ist ein hochintelligenter Typ. Ich kann beide meine Seiten mit dem sehr gut ausleben, wir verstehen uns extrem gut. Ist wahrscheinlich so neben Nico der erste Mensch, den ich anrufe, wenn ich irgendwas zu feiern habe, oder auch der erste Mensch, den ich anrufe, wenn ich irgendwie so Probleme habe. Und finde ich auch schön, weil auch immer, also bei jedem Podcast unterhalte ich mich mit dem über die Person, über Videos, über alles Mögliche. Und Thomas ist auch bei uns auch am Start und arbeitet mit. Er lebt hier alles, was abgeht. Deswegen ist es super interessant, weil jetzt auch 2 Jahre hier diese ganze Nähe hat und so. Also wir quasi nicht nur Homies sind, sondern auch Arbeitskollegen. Dann Mev, der mir sehr, wie soll ich sagen, der mir sehr ins Herz gewachsen ist, den ich von den dreien am allerwenigsten kenne, also von der Zeit her, der gerade auch hinter der Kamera sitzt und es sehr, sehr unangenehm für mich macht, über ihn zu sprechen. Aber Mev ist ein großer, einschüchternder Kerl, aber also ein kleiner Love-Bear, Spaß. Mev ist so ein extrem enthusiastischer Typ, der super genau auf die Sachen schaut, sich sehr krass mit den Sachen identifiziert, nie auf die Uhr schaut und dadurch irgendwie, keine Ahnung, haben wir uns auch sehr viel kennengelernt beim, ob es jetzt Streams waren, ob es Podcasts waren oder ob es generell so Content-Sachen waren. Also so, keine Ahnung, irgendwie kam es einfach, dass wir uns sehr gut verstanden haben und immer viel miteinander geredet haben. Und das ist auch so, ich sag mal, eher ganz interessante Meinungen und Einblicke hat, was diese ganzen YouTube-Sachen angeht. Es ist auch immer so ganz interessant, mit ihm darüber zu sprechen. Und dann haben wir noch Vincent, der hier, seitdem er 19 Jahre alt ist, bei uns arbeitet, der sein Studium abgebrochen hat und hier, glaube ich, einer, der auch mit unter anderem, also auch neben Mev und Thomas, aber auch ein super respektierter Mann hier im Laden ist, der schon, ich sag mal, fast schon alter Hase, obwohl wir jünger ist als ich, mir damals schon bei den Videos unter die Arme gegriffen, so, keine Ahnung, also wirklich so rotzfrech hergekommen, erstmal mich gestritten am Anfang mit dem Typen, und mir gesagt, Digga, so jetzt lern mal erstmal gescheit Notizen schreiben, bevor du hier frech wirst. Hat Praktikum hier angefangen und heute ist er hier und ist auch, ja, auf jeden Fall sehr krasser Hustler. Und ja, die Jungs ist so eine Clique, mit der ich, also mit den Jungs mache ich auch hier wahrscheinlich am allermeisten, verbringe viel Zeit mit den Jungs. Wir arbeiten sehr viel zusammen und es ist einfach witzig, in so einer Konstellation zusammen aufzutreten, weil klar, es ist mein Kanal, ist Tim Gabel, bla bla, aber ich finde es auch cool, mal die Leute hinter der Kamera zu zeigen, unsere Meinungen und ich mag es zum Beispiel nicht, ich drehe Videos und dann haben wir aber noch irgendwie Gespräche hinter der Kamera. Ich hätte diese Sachen gerne in der Öffentlichkeit, weil ich das einfach, ich bin Freund von dieser Transparenz und Offenheit und ihr kennt mich und ich feiere das halt extrem. Und deswegen wollen wir heute anfangen, die erste Folge abzudrehen und mal sehen, wie euch das Ganze gefällt. Ist ein kleines, ich sag mal, Passion- und Fun-Project. Kann sein, dass es übel cool läuft und dass wir dann weitere Folgen drehen. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich bin sehr gespannt. Die Jungs haben sich sehr gut geschlagen, habe trotzdem Nachsicht. Das erste Mal, dass die alle so effektiv vor Kamera auch länger reden und so ist. Also auch krasser Respekt meinerseits an die Jungs, dass sie sich dem Ganzen stellen. Deswegen, Freunde, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge BTS, Behind the Screens. Los geht's. Apropos unterstützen, die ganzen Ola Kala Sachen sind raus. Und zwar, ihr habt es gesehen, wir haben gesagt, wir versenden schneller. Die ganzen Sachen sind jetzt nach 2 Tagen bei jedem angekommen. Falls ihr was haben möchtet, hier dieser Fleece Half Zip ist aus der neuen Kollektion. Könnt ihr euch holen. Jetzt unten Ola Kala abchecken. Die Sachen sind verfügbar. Holt sie euch. Und ansonsten auch danke an euch. Ihr seht, ich komme hier auch frisch aus dem Gym. Deswegen sehe ich auch so verwichst aus. Deswegen habt Nachsicht mit mir. Aber ich bin am Trainieren, Freunde, jetzt. Viel Spaß. Mir jetzt übel unangenehm, hier so zu sitzen, so voll verwichst aus dem Gin. Aber das sind jetzt die Umstände, unter denen wir drehen. Eine Freiheit, die ich bei normalen Podcasts nicht hatte. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich meine Freunde mit dabei. Ich habe heute dabei Thomas, Mev und Vincent. Und ihr habt gesehen, in den letzten Stories war ich ein bisschen abgefuckt über Podcasts, weil wir nicht über so Sachen reden konnten, beziehungsweise ich, die mich interessiert haben, weil ich jede Woche einen anderen Podcast-Gast da hatte und ich dann natürlich versuche, höflich zu sein, mich auf den vorzubereiten und das Gespräch halt zu führen mit dem Gast. Dann sitze ich aber da wie so ein passiver Wichser und kann nicht über die Sachen reden, die mich so ein bisschen jucken. Und ich glaube, wir haben hier
nach dem Podcast oder auch so generell immer über sehr viele interessante Sachen gesprochen, wo wir uns dann irgendwann gesagt haben, es wäre eigentlich interessant, gemeinsam darüber hier zu sprechen. Und was halt auch lustig ist, die Leute schreiben oft, Tim, du musst dich noch mehr zurücknehmen beim Podcast. Ja, ich denke jetzt erstmal so Monolog am Anfang. Nein, ich muss das Mikro schreiben, oder? Mikro ist aus. Ist aus! Ja, super. Guck mal. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm? Alter, Mever, Mever. Da steht muted. Ja, oben schieb mal zur Seite. Zufall. Mev, du bist doch der Ton. Jetzt, ich hab Vincent extra gemutet, dass er nicht so viel Mev wollte sabotieren. Hört man's jetzt? Ja, einfach lass doch mit dem Fuck-Ups und diesem Ding der Woche einfach anfangen. Also, Thomas, was hat dich diese Woche abgefuckt? Was mich diese Woche abgefuckt hat, eine Menge, aber am allermeisten, dass meine Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Ich deswegen heute beim Laden war und ich jetzt gerade 2 Minuten davor erfahren habe, dass ich eine Woche ohne Fernseher überleben muss. Bro, der ruft mich Sonntagmorgens an. Nee, Samstagmorgens ruft er mich an um 9 Uhr. Sagt, ey Bro, lass Elden Ring zocken, bla bla. Ich so übel verklatscht aus dem Bett, komme ich so, ich mach an. Und dann wollten wir gerade anfangen zu zocken, dann ist der 40 Minuten irgendwie mit Jobby am Telefon, weil er diese scheiß Fernbedienung nicht hinkriegt, Digga. Aber du lässt sie reparieren. Junge, der hat einen Fernseher, der keine Tasten hat. Der hat einfach Bang & Olufsen Fernseher. Und der... ja, so, ist eine Marke. Ich hab Restware mit. Ja! Ja, Jungs! Und okay, der Fernseher, Bro, der ist Meme. Aber wie teuer ist eine Fernbedienung, wenn man die kauft? Kostet jetzt 170, dass ich das jetzt reparieren lasse. Ja, was? Nee. 170, der hat die reparieren? Da, wo wir gerade waren, will der 170 Euro von dir haben. Er will halt nur diesen Controller dort austauschen. Also diese Tasten. Was kostet eine neue... Warte mal, was kostet Schienen eine neue Fernbedienung? Kommt. Ja, Junge, Tim, so zu mir, hast du die Batterien richtig reingemacht? Alter, jetzt guck dir auf Amazon irgendwas. Ja, echt? Komm, ich hab noch so eine Universalfernbedienung für 12 Euro gekauft gerade. Das ist jetzt mein, ja, Lifesaver. Kriegt er die heute repariert zumindest? Nee, eine Woche, hat er doch gesagt. Eine Woche. Also es ist auf jeden Fall Fuck-up der Woche, weil ich echt gerne Elden Ring gezockt hätte. Aber geht der Fernseher nicht automatisch an? Ich habe vorhin mit Ron telefoniert. Ron hat gesagt, der ist dabei. Ron zockt auch. Felix zockt. Ron zockt. Einfach Travis Scott hat Elden Ring Story hochgeladen gestern. Ich habe das Nico geschickt. Ich habe Nico ganz gesagt, zock Elden Ring. Und der so, nein, komm du Apex Legends zocken. Ich war so, Bro, zock zuerst Elden Ring, dann können wir Apex zocken. Weil du leise kauf erstmal PlayStation 5 runter. Ja. Vor allem Vincent war einfach der als die PS5 rausgekommen ist, komplett gecampt dazu. Ja, ich brauch PS5, hast ich brauch du? PS5. Same, ja, übelst. Ich habe krass gegeiert. Und dann hat es halt nicht geklappt. Und dann war ich halt so, ja, dann jetzt halt nicht. Und seitdem habe ich keine. Warte, Bro, ehrlich? Ja. Junge, übel, wir haben da wolltest du mir noch eine organisieren. Dann, das war übel der Hackmeck, du hast nur eine bekommen, bla bla. Und dann war ich so, ja, scheiß drauf, dann halt nie. Und Timmy und ich haben uns übel lustig gemacht, weil der spielt kein einziges Spiel in seinem Leben. Was war das letzte Spiel, was du gespielt hast? Keine Konsole mehr. GTA 5, 2013 oder was? Ja, lass es 16 sein. Guck und dann, ja, ich brauche unbedingt die PS5. Ja. Aber doch, ich hab dir zum Geburtstag habe ich dir Red Dead geholt, das weiß ich noch. Ja, das war aber PS4 noch. Ja, aber das hast du gezockt? Ja, das habe ich gezockt. Ja, das war Baba. Das war auch Baba, ja. Thomas hätte sonst auch keine PlayStation 50 geholt. Ich feiere Elden Ring krass und ich zock sowas halt eigentlich nie, aber ich bin komplett kleben geblieben drauf. Mann. Bro, der Typ, wir haben den PlayStation geholt, okay? Astros Playroom, der Typ, also der kann nicht mal richtig Controller-Content damals halten. Der hat seine ganze Kindheit keine Videospiele gespielt. Wir haben Astros Playroom gespielt. Ich hab schon Videospiele, ich habe FIFA gezockt. Ich war hier mit seinem Vater, hab mit Astros Playroom mit Chobby gespielt. Der konnte es besser zocken beim ersten Mal als er. Ja, na und? Trotzdem ist das schon witzig. Volles Shaming jetzt einfach. Ja, ohne Witz. Was für Shaming, aber ich find's krass, weil ich hätte nicht gedacht, so krass, dass du Elden Ring zockst. Aber wenigstens hat er Geduld mit mir, irgendwelche Glitches zu machen. Bro, ich war mit dem die ganze Zeit da. Ich hab glaube ich, mehr mit aber den so Jungs gezockt. Aber so zock ich jetzt nicht. Nein, du zockst extrem gut dafür, dass du so, das will ich ja gerade sagen, dafür, also, dass du bei Astros Playroom gestruggelt hast. Doch. Bro, der hat Endgegner teilweise auch hinbekommen und so. Und ich bin extrem schlecht dafür, dass ich so viel spiele. Ganz kurz, das sagt er mir aber auch immer über dich. Ja. Bro, du hast keine Videospiel-Genetics. Nee, ich bin auch einfach zu faul. Das ist Shaming hier drin. Das ist echt schlimm. Ich bin echt schlimm. So, ich bin jetzt hier mit meinem Fred. Aber ja, so bin ich auch privat. Hä, viel schlimmer. Aber Tim ist halt auch heftig am Grinden. So. Bei Tim ist halt wirklich... Wenn der ein Spiel spielt, dann ist er komplett am Grinden. Der hat schon 30 YouTube-Videos geguckt, bevor der überhaupt das Spiel anfängt darüber. Nein, ich hab bei Elden Ring hab ich nur... Ja, okay. Woher wusstest du denn diesen Glitch? Von Arthur, kannst du ihn fragen. Ganz kurz, es fängt so an, Elden Ring so, ja, nee, Mann, so richtige Zocker, die Souls und so gespielt haben, die gucken nicht im Internet nach irgendwelchen Tricks. Zwei das Tage ich später... Gesagt, das stimmt, das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Hund. Das, ja, ist die Wahrheit. So. Aber das war bei mir mit meinen Freunden auch, die so alle so, Meth, du darfst niemals Videos gucken oder Streamer, du musst Elden Ring so durchspielen. Ich hab vorher nie Dark Souls gespielt. Zwei Tage später so, ja, ich sammle gerade alle diese, diese goldenen Saat...
bei Wiki. Und ich denke mir so, du Idiot, Alter, sagst du mir, ich darf kein YouTube. Aber das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Also wo ich zum Beispiel jetzt gucke, ist, wenn Arton mir diesen, von diesem Glitch erzählt, damit die Jungs halt schnell Level kommen. Das habe ich zum Beispiel mit Ron gemacht. Ron hat, war mit Ron anderthalb Stunden am Telefon. Dann habe ich mich quasi eingeloggt auf Rons Playstation und habe dem quasi bis Level 35 gespielt, dass der diesen Drachenglitch. Und den kenne ich nicht. Wo du 90.000 Runen oder so kriegst. Nee, keine Ahnung. Ich habe einen guten Einstieg jetzt für dich. Was? Wenn Tim so viel zockt, warum streamt er dann nicht? ich denke, also ich denk mir die ganze Zeit, es ist so voll langweilig, einem beim Zocken zuzugucken. Ich zum Beispiel feiere das selber null. Also ich habe so, mein kleiner Bruder guckt beim Zocken zu oder so. Oder wenn wir zum Beispiel zocken oder so, dann so dieses Zugucken geil. Aber ich, dass ich jemand anders zuguckt beim Zocken, Bro, ich finde das übel wack. Boah, ich liebe das übelst. Ehrlich? Junge, ich habe schon früher mal meinen Bruder geholt beim FIFA-Spielen, als ich 13 war. Guck mir zu, so. Ja, aber du, dein Bruder guckt dir zu, nicht du, dein Bruder. Ja, ja, ja. Würdest du jemandem zugucken beim Zocken? Boah, ich guck ganz, bei Elden Ring gucke ich jetzt zu, weil ich halt, also ich habe halt nie Dark Souls gespielt und ich weiß halt nicht, wie es funktioniert. So, und die anderen, die kennen halt so, die müssen halt alles erkunden und ich bin halt so straight durchgerannt am Anfang. Und jetzt sehe ich so, die sind Level 10 und sehen auf einmal andere Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Deswegen finde ich es jetzt interessant. Ja, das ist schon Baba. Aber, also keine Ahnung, ich ziehe es mir jetzt nicht rein, aber geht ja auch mehr um den Streamer, oder? Meistens als ums schon, Game. Ja. Okay. Meistens schon. Also du guckst also jetzt nicht Comeback Tim Streams. Zitat, echt? Keiner zockt Wir haben heute LAN-Kabel. Also dann schickt er mir gestern Story von Travis Scott. Wieder aber so. Warum findest du Elden Ring scheiße zum Stream jetzt? Ich will nicht auf dem Thema zu herumreiten, aber es interessiert mich echt. Bro, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde aber auch sagen, dass Elden Ring ein Streamkiller ist. Ist weil nicht es so ein sehr zäh und sehr repetitiv, weil du machst ja den gleichen Boss 10 Mal. Ja, ist ein sehr repetitive Game, ja. Ja. Und also, ihn, ja. ich zum Beispiel, was ich beim Stream feiere, ist keine Ahnung, also, weißt du, wann ich gerne streamen wollen würde? Erstmal, du weißt, wie ich mich benehme in PSN-Party-Chat. Katastrophal, Junge. Ja. Du bist einfach legit auf dem Klo auf diesem Party-Chat, Junge. Also, sorry, so werden wir hier ehrlich sind, der ist einfach auf Klo. Der furzt, der fängt an zu furzen, so ich denke mir so, Alter, what the fuck geht hier ab, Alter? Nein, aber das ist schon das ist katastrophal, Alter. Aber das war auch schon immer so, bei Tim macht Meeting. Man denkt, alle sitzen im Büro, wo bist du? Ja, ich laufe gerade hier hoch den Berg. Irgendwelche Business-Meetings, Tim, man hört nur irgendein Knuspern wieder, was ist das? Die ganze Zeit, Mann. Ja, ich bin aber beschwert sich, wenn man so ein bisschen zu stark atmet oder so in der Party, Alter. Bro, du bist mit diesem, du hast dein fucking Mikro in deinem Mund. Hä? Ich okay, kann so viel zu meinem Fuck-Up der Woche, Jungs, Alter. So komplett hängen geblieben. Feier ich aber. Nee, also Elden Ring, Baba Game, auf jeden Fall. Also, ich muss aber ganz kurz, was ich dazu sagen will, was dich ja dazu gebracht hat, das zu zocken, was ich also for fact fett finde, ist, dass die letzten ganzen Games, Battlefield oder so, die haben richtig auf ihre Community gekackt. EA, Activision, wie sie alle heißen, die haben alle nur Shit rausgebracht, keine fertigen Games, auf alle gekackt. Und Elden Ring, wir nehmen uns 6 bis 8 Jahre Zeit, wir machen ein Spiel mit Liebe, wir machen das wirklich fertig. Und da siehst du jetzt, also, ich habe die Hoffnung wieder bekommen in Videospiele durch Elden Ring. Ja, es war also schon ein Banger. Ich habe auch schon gesagt so zu meinen Freunden so, ich kann Elden Ring nicht mehr, ich kann nach Elden Ring kein Open World mehr spielen, weil die alle so scheiße sind. Also ich habe nein, aber ich bin komplett, weißt du, was er mir gesagt hat? Er hat gesagt, es ist so wie Messi und Ronaldo live spielen zu sehen, ist dieses Spiel zu kaufen. Ich dachte so, okay, krass, so. Ich hol's mir einfach und ich probier mal. Dann hat er es mir 2-3 Mal erklärt und ich zock es mit Felix tatsächlich, weil der ähnlich schlecht ist wie ich. Und dann macht das halt super Spaß, weil wir beide komplette Panik schieben rum. Also ich schrei rum und so, aber ja. Das macht richtig Spaß, mit denen in Wolstedt zu sein. Geil. Das ist echt Katastrophe. Das macht richtig Spaß, mit denen in Wolstedt zu sein, weil du hörst Thomas, der steigert sich rein mit Felix und so, da ist ein Riese, oh mein Gott, da ist dies, da ist das. Und die sehen das zum ersten Mal. Das ist richtig schön, das anzuhören. Ich feiere das. Was suchst du gerade? Guckst du durch die Kamera und schielst, ob da irgendwie mein Ei sichtbar ist in meiner Shorts oder was? Das ist die Frank Thelen Podcast Gedächtnis-Short hier, Alter. Was? Das erste Frank Thelen Podcast mit dieser Shorts, Alter. So, das Einzige, was ich aus diesem Podcast mitgenommen habe, ist einfach nur, wie kann man nur mit so einer Shorts da hingehen, Alter? Ja, Mann. Bitte einblenden. Hey, wollt ihr was richtig Abgefucktes hören? Ja. Ich war dumm bekifft bei diesem Podcast. Bei Thelen? Ja. Beim ersten aber. Ja. Beim ersten, ja, Bro. Ich hasse. Du hast ja auch richtig viel Bullshit gelabert, aber ich dachte es einfach, weil du so nervös bist und das jetzt so loswerden willst. Ich habe ja übel Schiss davor reisen und so, Bro. Ich habe in diesem Ding, ne? Ich saß mit John in diesem Auto. Ja, Mann. Also mit John. Ich weiß nur, dass du übel abgefuckt war, deswegen lach ich so. Ja, Bro. Der ist ja gefahren, ja, ne? Nein, ja. Du warst nicht dabei, oder? Doch, mit Thelen. Doch, mit John. Du warst?
Hä, dann warst du doch im selben Auto. Ja, aber ich wusste nicht, dass du gekifft hast. Hä, ich war doch vorne und hab mir die ganze Zeit Dings gedreht und geraucht im Auto. Also in meiner Erinnerung war das nur auf der Rückfahrt, aber... Nein, das war schon mal auf der Hinfahrt. Vielleicht habe ich es verdrängt. Ich glaube schon. Wahrscheinlich. Ja, ey, das ist süß, als gesagt haben, noch ein Bashlik geht und John schon so angefangen hat, Tim, wann kommt noch ein Bashlik? Das war so die Idee. Aber Bro, das waren halt so übel Mini-Joints. Das war jetzt effektiv nicht bekifft bei diesem Podcast oder so, aber es war halt witzig, ja? Ja. Aber sonst, was weiß gibt's nicht. Noch für Podcasts, Behind-the-Scenes-Stories? Das ist eigentlich ganz lustig. Oh ja, ey, Digga. Markus, da war safe irgendwas dabei. Die meisten Sachen, die mich Leute tatsächlich fragen, ist Klassiker, ist immer, ob ich Schäden gefickt habe. Das fragen mich Leute die ganze Zeit. Ja, aber habe ich, nein, habe ich nicht gemacht. Echt nicht? Nein, ich schwöre auf meine Mutter, habe ich nicht. Ich wirklich nein. Hast du dir davor gedacht, ich glaubte, dass ich frage, also, dass es passieren würde? Ich kann jetzt nicht für die Frau sprechen. aber ich weiß noch, aber am Abend dich? Davor war ja Ola Kala Summer Sale Shooting. Und sie ist auf die Idee gekommen, dass sie den Podcast nackt machen kann. Was? Ja, das war ihr Vorschlag. Ja, sie dachte, es wäre witzig, wenn sie nackt im Podcast ist. Wahrscheinlich hat sie die Idee krass gefühlt, wie ich dich kenne. Tim hat sie krass gefühlt. Ja, natürlich. Und ich so, nee. Und Tim so, ja, deine Frau verbietet dich. Ich so, nein, YouTube verbietet dich. Ich hab dann gesagt, du kannst es auch zensieren, so wie bei Spiegel TV. Ja, ich fand das schon witzig. Ey, Bro, ganz guck mal, ganz. Gab es da sonst noch irgendwelche Behind the Scenes bei dem Podcast? Nein. Das fragen ja viele. Bei Shade? Nee, ja. Wir waren danach essen und so, waren spazieren, aber wir haben nichts. Also, nein. Ich finde die Frau, ich sag dir ehrlich, ich finde die Frau super korrekt. Gehabt und dann ich finde die mega korrekt und ich finde die auch so privat sehr sympathisch und witzig, aber ich glaube, das ist so eine doppelte Sache. Erstmal fühlt man sich eingeschüchtert von einer Frau, die vermeintlich so viel Sex mit Männern hatte, glaube ich, erstmal. Was? Also, ich glaube, man nimmt sie schon als erfahrener wahr, als sie eigentlich ist, so. Also sie ist ja relativ jung dafür, also wie man sie wahrnimmt als Mann, würde ich sagen. Hä? Check ich jetzt nicht. Ja, du nimmst sie als eine erfahrenere Frau. Der will gerade sagen, dass Shade eine Blenderin ist. Nein. Aber du nimmst... Aber wie du sagst, dadurch, dass sie halt mit vielen Männern Sex hatte, nimmst du sie als eine erfahrene Frau wahr, als sie ist mit ihren jungen Jahren so. Ja, aber die ist ja viel jünger als wir. Jetzt mal ganz kurz, wenn du eine Frau von Shades Kaliber bangst, ja, also mal so, die Pornos macht und so weiter in der Öffentlichkeit steht, Bro, jetzt mal ganz kurz, da denkst du dir, die hat sicherlich schönere Schwänze gesehen, größere Schwänze gesehen, Typen haben die härter gefickt und so weiter und so fort. Nee, das sehe ich mir nicht. Was? Bestimmt. Ich weiß nicht, der Performance-Ficker in mir schon, sag ich ehrlich. Das ist das Erste und das Zweite, sage ich auch ehrlich, das meine ich nicht böse oder so, aber ich bin so ein Typ, ich bin da sehr konservativ, wenn ich so das Gefühl habe, dass eine Frau mit mehreren Männern Sex hatte. Ich habe da Schwierigkeiten, so in Stimmung zu kommen. Aha, Double Standards. Direkt reinbohren hier. Also ja, also ich weiß, was du meinst, aber es ist Double Standards, da musst du ein bisschen erklären. Wie erklären? Elaborieren Sie, Tim. Ja, wieso? Ja, dann wäre das ja bei dir. Nein, gut, rein faktisch wäre es ja dann bei dir auch unattraktiv. Wir hatten gestern dieses Gespräch mit Frauen, Mann. Findet ihr jetzt das? Ist hier ein Fass aufgemacht. Nee, ohne Witz. Okay, jetzt können wir einfach mal ein Statement, Tim. Mit wie vielen Frauen hast du geschlafen? Einfach schon Titel. Er denkt den Titel, Alter. Ich sag dir ehrlich, ich müsste lügen, wenn ich euch das jetzt so sage, mit wie vielen Frauen ich Sex gehabt habe. Schlecht. Aber mehr als Shane? Also keine Frauen mit Sex. Frauen. Mehr Frauen. Nein, Digga, ich weiß es nicht, Bro. Ehrlich. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wüsstest du, mit wie vielen Frauen du Sex gehabt hast? Also, es gibt ja manche Leute, die da so eine Liste führen. Ich finde das total affig, tatsächlich. Ja, ich finde es auch affig. Also, das ist wirklich, es gibt aber wirklich Leute, die dann halt wirklich Buch führen darüber. Das ist echt so ein bisschen traurig. Also, eigentlich. Real Talk, ich könnte es dir nicht sagen. Also, das ist ja auch so eine Liste zu Selbstbeweisen. Aber du hast schönes Thema gewechselt, Mev. Ja, du hast ein schönes Thema gewechselt. Sorry, wir können auch wieder zurück zum Thema. Nein, aber jetzt, wir waren kurz bei diesem Frauenthema. Das hatten wir gestern auch, dieses Thema. Weil wir waren auch bei OnlyFans kleben geblieben. Findet ihr, also Real Talk, findet ihr, dass eine Frau zum Beispiel, die jetzt OnlyFans macht oder eine Frau, die mit vielen Männern Sex hat, ihr jetzt einfach nur als Mann, ich meine jetzt, guck mal, ich weiß, wir reden jetzt, hier sind Kameras an und es kommt dann schnell so, dass er, nein, weil er sagt ja Double Standards richtig, aber ich versuche auch aus meinem Gefühl zu sprechen. Ja, safe. Ich zum Beispiel finde das, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, halb Stuttgart meine Freundin gebankt hätte oder gesehen hätte, nackt oder so, ich würde damit nicht so ganz klarkommen. Der gute alte Wanderpokal, den man nicht so gerne haben möchte. Ja, auf jeden Fall. Ja, was, ich frag euch. Du bist verheiratet. Ja, bei mir würde ich eher sagen, dass ich das Problem hätte, wenn Freunde was mit dir gehabt hätten, als so irgendwelche Randoms. Okay, guter Punkt, sehe ich. Weil wenn ich jetzt wüsste, mein bester Freund hat mit der geschlafen, würde ich mir denken, nee. Also wenn du jetzt quasi
So nach dem Motto, wenn du es nicht weißt, ist okay. Ja. Boah, ist ganz schwer zu sagen. Also gefühlt wäre das auf jeden Fall ziemlich kacke und ziemlich abtören. Aber kommt, glaube ich, voll auf die Situation und auf die Frau an und auch auf einen selber. Das ist jetzt voll die diplomatische Antwort. Das lass mal, kommt drauf an. Aber keine Ahnung, ich stell's mir halt so vor. Ja, bei manchen passt es bestimmt dann wieder. Also, nein, aber bei dir, Mann. Ja, bei mir nicht. Weil weißt du, immer in der Öffentlichkeit relativiert so, ja, jeder, wie er will und ja, so. Nee, ich feier's nicht. Ja, aber ich glaube, man sollte einfach nicht so viel aber nachfragen dann. Jo, Mann, Alter, das ist ja, Digga, ja, natürlich. Weiß ich, das musst du doch wissen. Schatz, go suck a dick, but don't tell me. Das ist ja, also, doch, das muss man schon wissen. Also so eine grobe Richtung, so eine grobe Hausnummer. Auch nicht, dann kannst du ja cool damit sein, wenn du es weißt. Ja, aber welche Zahl ist cool? Nein, es geht, glaube ich, nicht um eine Zahl. Es geht nicht um eine Zahl. Ich finde zum Beispiel, ich kann dir sagen, welche Zahl uncool ist. Ja. Ja, 100 ist uncool. Ja, okay, aber wann fängt es an, uncool zu werden? Weil ich finde, das merkst du am Verhalten. Auch, ja. Ich finde, wenn du das Gefühl hast, dass die Frau sich einfach billig gibt und quasi sich nur auf dieses Sexuelle selber reduziert, auch wie sie quasi auftritt, also jetzt, ich rede von Frauen, wo das jetzt nicht irgendwie der Job ist oder so, da finde ich das persönlich einfach, Bro, keine Ahnung, du lernst ja auch nicht wirklich die Person kennen. Ich bin auch zum Beispiel der Meinung, dass es für mich schwer ist, mit einer Frau in einer Beziehung zu sein, wenn ich am selben Tag, wo ich sie kenne, dann Sex habe mit ihr. Ja, aber das liegt ja, also bei mir ist es auch so, aber das liegt an mir selber schon. Weil ich einfach so hormongetrieben bin, glaube ich, dass ich dann relativ, also wenn man direkt mit jemandem schläft, dass man kurzzeitig das Interesse verliert, weil das halt von den Hormonen so ist. Ja, ich glaube, das ist einfach so, das ist so ein bisschen wie FIFA-Packs, Digga. Du ziehst zwar Ronaldo, aber dann hast du auch keinen Bock mehr. Also du willst weiter Packs ziehen. Naja. Also ich glaube einfach, dass man da warten muss. Ich glaube, dass... Geiler Vergleich, Mann. Was? Hä, du hast Messi und Ronaldo in einem Pack gezogen. Ja, das ist eh die größte Schande einfach. Aber leider nur bei FIFA in dem Fall. Metapher. Ja, aber jetzt mal, findet ihr das, dass sie das sofort können? Ich habe es mir gerade nochmal überlegt, ein bisschen. und mir ist aufgefallen, dass ich es, weil da würde man jetzt sagen, ja gut, Mädchen dürfen das jetzt nicht, aber Jungs dürfen das. Ich persönlich, also für mich einfach, finde es auch nicht so cool, wenn ein Typ jetzt einfach willkürlich mit jeder, die halt kommt, so, weil ganz ehrlich, ja, man könnte man jetzt machen. Ich persönlich finde es nicht so fresh und bei den Mädchen dementsprechend auch nicht. Deswegen ist eigentlich kein Double Standard. Aber das ist halt auch so zum Beispiel bei Homies. Jeder kennt so diese Homies, die im Club gehen, feiern gehen und einfach wie die größten Geier. Die trinken auch gar nicht. Safe. Und die geilen dann so. Dann denke ich auch so, ey Digga, wir sind hier, wir sind befreundet, wir wollen ein bisschen Spaß am Kabel. Meinst du Adlerauge anmachen? Ja, man kann das auch sicherlich so nennen, aber ich bin dann eher die Fraktion, die sich dort halt irgendwie, ja, halt vergnügt, Spaß hat, irgendwie danced, was trinkt und so. Und wenn es dann was ergibt, ergibt sich was, aber man geht jetzt da nicht zum Handen hin. Und deswegen fühle ich, was Vincent sagt, will ich nur sagen. Also auch da gibt es ein zu viel, aber grundsätzlich, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also es ist schon ein bisschen... Das ist so die Typ, die so nach 5 Minuten dir erzählen, wie viele Frauen sie ficken, so, obwohl die nicht kennst. Ja, genau das meinte ich halt. Und dann denkt man halt so, ja, okay, so, was ist jetzt, also, hä? Oder ein geiler Abend ist nur so, wenn du irgendwie eine gebankt hast oder wenn du irgendwie was mit einer hattest oder so. Und wenn nicht, dann war das halt nicht geil. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also ich hatte teilweise schon ein bisschen diese Kopffix. Also ich meine, wir waren ja auch das ein oder andere Mal zusammen draußen und so. Ja, stimmt. Was ja? denn? Sag doch. Nein, ich muss gerade nur lachen, weil du kennst diese Livestream-Stories und viele von denen war ich Zeuge. Ich schau wieder, der guckt schon weg. Die haben jetzt, ja, egal, sag. Nein, sprich. Aber darum soll es nicht gehen. Aber guck mal, aber ich finde, hier sieht man dieses Paradox. Und man ist so als Typ so slightly stolz drauf, weil man eine lustige Geschichte vor seinen Homies erzählen kann. Also privat, ja, wir wissen ja alle, wie das ist. Hat man irgendwas mit einer und dann erzählt man das. So, ich bin da vielleicht ein bisschen lauter als ihr. Du bist verheiratet, du warst sehr lange eine Freundin und du bist halt nicht so ein Typ, dass du darüber groß redest. Ich bin halt low-key unterwegs. Ja? Du bist echt low-key unterwegs. Aber ich finde, mich zum Beispiel hat genau das extrem beziehungsunfähig gemacht, weil ich komme aus so einer Zeit, keine Ahnung, hast Project X geguckt und dachte so, ey, boah, Baba, Spring Break muss nach Amerika, irgendwie an einem Tag mal fett 5 Frauen knallen, das ist übel cool und das muss man mal gemacht haben. Nein, aber ich versuche ehrlich zu sein, da hast du so diesen Influencer-Lifestyle, du lädst ein Bild hoch, ich habe es jetzt wieder gemerkt, als ich wieder dieses Fitnesszeug angekündigt habe. Bro, ich muss nur ein Bild posten von mir, in Anführungszeichen, oben ohne, da schreiben die Frauen, nicht, dass es gut ist, aber das macht einen extrem beziehungsunfähig. Also das, was du sagst vorhin, wenn man sagt, so ist eine Frau deine Schlampe oder wie, wenn die da viele Sexualpartner hat, dass man das nicht so geil findet, ich finde auch als Mann, ja, genau, merkst du, wie das sich selber fickt. Ja, genau. Es wird zwar beklatscht, so, ne, so, oh, geil, Gigolo-mäßig, ne? Ah, du Gigolo. Gigolo, check mal den Gigolo von oben,
Grüße gehen raus an Pumping Monkey, der macht die besten Videos auf YouTube. Wie lange hat es gedauert, dass es kommt? Eine Stunde oder so. Du siehst schon redest aus wie ein Cheche. Ja, aber du hast recht. Also das macht dann aber ja es fickt dich als Mann innerlich. Es macht dann ja auch irgendwo auch wiederum weak, wenn man halt alles nimmt, was geht. So, weißt du? Also wenn man jetzt so alles mitnimmt, was halt geht. An Partnern, sag ich mal, macht dich ja auch als Mann komplett Matsch in der Birne, sag ich mal. Und eher in meiner Darstellung bist du als eher Typ. Weak dann halt als stark. Deswegen fand ich jetzt auch so Leute, die in der Öffentlichkeit so, nimmst du Dan Bilzerian oder so, ich fand den jetzt nie cool oder so. Also, der macht halt mal ein krasses Bild, wo du denkst, wärst halt gerne ja, einmal cool, dabei, um zu sehen, wie es wirklich ist. Ja, aber jetzt nicht so, ich sag, oh mein Gott, der ist wirklich cool, der ist wirklich ein Vorbild oder so. Also, kann ja, ich persönlich habe nee, das nie gedacht. Vielleicht mit 15, 16 mal kurz cool oder so, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Das ist so keine Ahnung. Balance. Ja, ich fühle das schon, aber das ist, also ich fühle diesen doppelten Kopfweg, weil am Ende des Tages guckt, also das gucken ja auch viele Leute so, Content beispielsweise, ich meine, siehst du ja auch, also diese Sex-Nummern, die ziehen halt einfach. Aber ist ja auch interessant für sich selbst, ich meine, ja. Ja, man wird ja auch so ein bisschen so erzogen, so, wenn du guckst, so was wir früher so für Serien geguckt haben, ob es jetzt Two and a Half Men ist oder How I Met Your Mother, so immer die, die viele gebankt haben, waren die coolen. Ja, ja, das stimmt. Und das ist halt so ein bisschen so, ja. So wirst du halt erzogen dann. Auf jeden Fall. Dass du halt automatisch der Coole bist, wenn du mit vielen Frauen. Also ich fand auch Marshall cool, Mann. Ja, ja, du hast recht. Und Ted fand ich auch. Ich fand echt Ted am coolsten, muss ich immer sagen. Also weiß ich nicht. Weil der hatte auch einen guten. Ja, der hat schon mal die ein oder andere. Ja, okay, gut, was ist das jetzt für ein Beispiel? Aber, nee, aber der hatte schon die ein oder andere hotte Chick, aber der hat es halt nicht komplett übertrieben, so wie Barney, der so komplett rastlos die ganze Zeit. Selber mit sich die Probleme hat, aber ja. Also ja, aber Barney war am unterhaltsamsten. Schon witzig, ja. Ich denke, Barney war schon am unterhaltsamsten, ja. Aber ich glaube auch, dass es, das ist ja auch so jetzt, findet ihr, also ich glaube, ja, es ist halt irgendwie cool anzugucken auch, in Anführungszeichen. Ich wollte nur sagen, wir haben doch immer gesprochen wegen Too Hot to Handle. Ja. Haben Sie das angeguckt? Nee. Ist ja so Kuppelshow auf Netflix mäßig, wo die halt nicht bangen dürfen, ja, doch, aber alle übel geil sind. Und Kang, da feiert man dann auch die, wo die sich so gar nicht raffen können, die feiert man der dann nicht. Ja. Und man denkt so, ja, oh mein Gott, der Arme, so, der hat sich null im Griff, bla bla bla. Und da feiert man dann auch irgendwie tendenziell eher die mehr, wo es halt auf die Kette bekommt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich habe dieses Format nicht ganz gecheckt. Alter, mach mal bitte diesen, mach mal den Gewinner einmal nach, wie der so gekommen ist. So, der war mit dieser einen dort. Und dann immer, wenn ein andere kam, wie hat er dann zweite gemacht? Zweite Staffel, Marvin, der Franzose, ja, genau, Beste. Der sagt, oh, I'm so in love with you, emotional, bla bla bla. Dann kommt irgendeine andere Toast, richtig geil. Der sagt, ulele. Was du willst. Das so, finde ich aber. Direkt nach der Show hatte der irgendeine andere oder war in einer anderen Show irgendwas. Aber, Digga, ich sag dir ehrlich, ich hatte aber auch so eine Phase, wo du so auf einmal mit. Also, wenn du so richtig in dieser Bodycount-Logik lebst, du sagst dann so natürlich, also das ist kacke und du bist dir bewusst, dass scheiße ist, aber du bist wie so ein Drug-Addict, der so. Du. Vorm Bumsen bist du so bist verrückt, Digga. Da sagst du, oh mein Gott, ich muss bumsen, bla bla bla. Danach, du schämst dich, du weißt, dass ich dich einmal angerufen habe und ich gesagt habe, ich will das Auto voll kotzen, weil ich das nicht machen wollte. Oha. Das eine Mal, als ich bumsen war. Und so krass. Ja, aber das ist jetzt ein ganz komisches Beispiel. Okay, aber du erinnerst dich. Naja, aber das ist. Geh mal drauf ein. Das kannst du. Also, das ist zu viel für dieses Format. Also, klingt interessant, aber. Das kann. Ich weiß nicht mal, ob ich euch das privat erzählen würde. Okay. Also jetzt der Moment. Wir sind doch privat. Kein Druck. Nein, aber wo du so Momente hast, wo du quasi dann so gefickt bist, dass du quasi sagst, ey, ich mach das nie wieder, dann machst du es wieder und dann schämst du dich und dann fühlst du dich übel eklig. Und genau so zum Beispiel jetzt mit diesem Typen, den du danach machst, ich hatte das auch hin und wieder, dass du dann irgendwie mit mehreren Frauen schreibst. Es ist zwar klar, dass du mit keiner von der zusammen bist, aber du so einfach, du weißt, es ist falsch, aber du bist, also dein Schwanz löst dein Hirn ab. Mhm. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Also ich will hier nur sagen, also das hat auch mich kaputt gemacht teilweise. Also früher ganz schlimm gewesen, ehrlich. Also hört auf mit dieser Bodycount-Scheiße und so, das macht dich nur fertig. Eine Freundin zu haben, eine gescheite und so, auch wenn es langweilig klingt und vielleicht nicht jede Woche was anderes ist, weil wir so ein bisschen Novelty-Seeking gewöhnt sind in unserer Landschaft gerade, die wir haben, das ist der größte Segen, den es gibt. Mhm. Da muss man auch sagen, also ohne jetzt bei dir kriechen zu wollen, aber wann haben wir uns kennengelernt? Wo ich 19 war, glaube ich. Mhm. Für mich war das eigentlich interessant, das von dir zu hören, weil man halt denkt, oder ja, ist ja auch so, ohne jetzt bei dir kriechen zu wollen. Tim Gabel, den kennt jede Tuss, bla bla bla, der hat krassen Körper, so, der kann jede Tuss bangen, die der will, so mäßig. Ja. Und wo du halt gesagt hast, ja, das gibt mir eigentlich nicht wirklich was und lieber hätte ich eigentlich eine Freundin, auf die ich mich verlassen kann und so, fand ich mega geil, also hätte ich nie gedacht und gibt, glaube ich, auch viele Leute, die so denken und es gibt denen Unterstützung dann.
Also im Endeffekt einfach aber so. Aber gleichzeitig hast du auch meine Entgleisungen mitgemacht, wo ich ja sage, heute, ich hätte also gerne... Sagen und machen ist... Also sagen war top, aber... Nein, ja, aber ich glaube, also ich will nur sagen, du hast es ja live miterlebt über die Jahre, dass ich ja das wirklich immer wollte, aber dann safe so... Ja, sind wir heute Club. Ist ja keine Sünde heute noch. Es fühlt sich ja nicht so an, weißt du, was ich meine? Ja. Aber schon genau deswegen, weil viele Leute nicht in der Position sind, die denken dann halt, es ist ultra erstrebenswert. Und mhm, wenn du der in der Position bist, sagst, oh, ey, so erstrebenswert war es gar nicht, nimmst für viele den Druck raus, glaube ich. Und also ich kann, das ist cool. Ich kann dir eine Sache sagen, wieso ich es gut finde, das zu machen. Ich habe auch mit meiner Freundin drüber gesprochen, ist, dass du erfahren bist und dass du diese Phase quasi nicht mehr irgendwann später nachmachen musst. Aber kann auch sein, die dass Gefahr mich da irre. Gibt's auf jeden Fall, ja. Ja, weißt man du? Muss schon bis zu einem gewissen Grad ausleben. Ja. Die Frage ist, und das finde ich auch bei Frauen wichtig, by the way. Genau, aber da haben wir hier in der Viererrunde festgestellt, dass die Latte woanders hängt. Nein, aber jetzt mal, guck mal, nur kurz, um auf dieses Frauenthema zu dingern. Also was ich damit meine ist, ich persönlich, ich finde so ein bisschen zurückhaltendere und schüchterne Frauen, finde ich way more sexy als so eine, die sich auf OnlyFans halt so eins unter nackt präsentiert und so super, super, also so sich sehr, sehr, also so super sexuell präsentiert. Ich zum Beispiel finde das halt sehr viel hat attraktiver Jane und heißer. Hat OnlyFans, richtig random question. Ja, ja, klar. Hat sie? Echt jetzt? Das kann was bringt es dann? Hat sie doch im Podcast erzählt. Aber was bringt es dann? also, ja, weil man kennt doch eher das von der, wenn ja, aber, man auf andere Seiten ja, das genau, kannst du mit der schreiben. Ach so. Die das aus ja, anderen Gründen gut, aber das ist ja sie haben mich gestern OnlyFans-Account machen lassen. Dich? Ja. Aber die hat das auch aus anderen... Neue Addiction. Nein, die hat das auch aus anderen Gründen gemacht, weil ich bin die Kreditkarten filmen aus Pornhub sich zurückgezogen stimmt, haben. Stimmt, die kriegen dort kein Geld mehr. Und dann musste die halt woanders hochladen, damit die Cash kriegen. Fun Fact, wisst ihr, wieso krass die das gemacht haben? Also sich zurückgezogen haben aus diesen Sachen. Aber ich glaube, wegen auch anderen Partnern, oder? Auch wegen so diese Incest-Porn-mäßige Step-Mom und Bro und Sis-Shit. Wer guckt denn sowas? Jo, wie bitte? Aber jeder lacht, jeder hat kleine Dinge. Aber das ist ja kein Incest. Kleine Waspri. Was wolltest du jetzt sagen? Was war der Punkt? Herr, habt ihr noch nie Sister Called Brother? Was? Ich hab heute noch einen Code Brother Called Brother, du killst mich. Was war jetzt der Punkt eigentlich? Ob Shane OnlyFans sind? Nein, du wolltest es erzählen. Die haben Probleme wegen diesen Geschichten da. Ja, okay, ja wegen diesen Incest-Sachen. Nein, ich finde diese Doppelmoral so witzig, dass irgendwelche Kreditkartenunternehmen und so sagen, oh nein, da darf jetzt kein Geld rein. Das ist ja obviously kein Incest. Ach so. Also, ja, das heißt, wenn du sagst zum Beispiel, keine Ahnung, Mother Caught Son oder so ein Scheiß, sorry, das hat jeder von uns eingegeben, wir müssten nicht sagen, aber jeder von uns hat es eingegeben. Vincent, vielleicht dein Brother Caught Brother. ist egal. Ey, aber jetzt mal im Ernst, Digga, das ist ja voll die Heuchelei, dann die Zahlungsströme zu unterbinden wegen sowas. Also so, keine Ahnung. Hat es nicht der im Podcast damals Thielmann gesagt, der Thielmann? Ja, stimmt, krass. Wir ja sind komplett davon abgekommen. Wir waren beim Podcast. Wir waren bei Podcast und ja, ich wollte eine Sache fragen, weil da war ich nicht dabei. Ich glaube, wir haben davor telefoniert. Weil das habe ich mir jetzt irgendwie nochmal die Tage angeschaut. So einer meiner Lieblings-Cuts aus dem Podcast ist, wo du Prinz Markus gesagt hast, beziehungsweise gefragt hast, nach dem Traubenzucker-Video. Und du dann einfach eiskalt gefragt hast oder beziehungsweise gesagt hast, so, ja, das ist aber schon ordentlich an der Fotze geschlabbert und so. Das hat mich komplett gekillt. Das war hab ich das eine, gesagt? Ja, das hast du gesagt. Das war einer meiner All-Time-Favorite-Moments im Podcast tatsächlich. Und ich wollte fragen, ob da was Lustiges passiert ist. Also ich weiß es wirklich nicht, ich war nicht dabei. Du warst dabei, Timmy war dabei. Ja, Mann. Was war denn also los? Timmy, weiß ich noch, hat mir erzählt, das war ein übelster Hack-Mack auf jeden Fall. Das war ein übelster Hack-Mack. Das war ein richtiger Hack-Mack. Der dachte, das geht schneller. Nein, das war so ein bisschen die elegantere Variante von dem, was Postel gemacht hat, machen wollte mit dem Stuhl. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das war so ein bisschen so Dominanzgehabe. Und die wollten den doch aber auch schon aus der Suite da entfernen, weil da andere Gäste gekommen sind. Stimmt, das war auch eine sehr lustige Sache. Checkout, Late Checkout. Die Suite, in der wir quasi dort waren, diese war Presidential ganz genau, diese oben. Presidential Suite. Also das war nicht so, dass der dort, glaube ich, persönlich auch privat gechillt hat, sondern das war nur für Bilder machen gemietet. Die haben so eine Roomtour gemacht da. Ach, aber also das war, so, also Roomtour okay, gemieteten Ding, als wäre das so, als würde er dort chillen. Ja. Also das war auch fette Blenderei, aber das ich muss sagen, wild. Der Typ war korrekt zu mir, aber auf der anderen Seite natürlich, also man merkt es ja auch dort, also ich sag's dir ehrlich, also heute würde ich nicht so einen Podcast mit dem drehen, also würde ich komplett
sage ich mal, auf die eine oder andere Sache wäre ich da nochmal anders drauf eingegangen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Respektvoll den Leuten gegenüber. Ich fand gegen eigentlich gut, den Podcast. Was? Ich fand den ganz gut eigentlich. Ja. Also was so mein Behind-the-Scenes-Favorite da war, der hat ja mehrfach im Podcast gesagt, dass er irgendwie unsterblich ist und so. Und ich dachte halt so, okay, ja, stimmt, der ist halt ein bisschen dicht und so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Und dann sind wir mit der Gondel runter vom Berg, da waren wir nur zu viert. Ja. Und ich dachte halt so, ja, jetzt so ein normales Gespräch, bisschen. Da hat er weitergemacht, man kommt runter. Und dann guckt er so und dann sagt er, na ja, wenn man jetzt abstirbt, ihr seid alle tot, ihr nett, weil ich sterbe gar nicht. Und ich dachte so, ey, was glauben zu können, ich alles bewirken kann, ey. Ich Wahnsinn. Ja, das hat mich sehr verschickt. Krass. Ja, irgendwie. Vor allem mit diesem schwäbischen Akzent ist alles noch mal viel witziger. Ja, deswegen Mann. Ist es halt geil. Ja. Aber ja, ich fand das sehr, wie soll ich sagen, ich fand, das war... Erzähl mal das mit dem Stuhl noch mal, wo du gesagt hast. Postel. Wieso weiß man das nicht im Internet? Ich glaube, das, das hat man nicht so erklärt, oder? Da haben nur die Leute gesagt, warum, erzähl, du warst warum dabei. Sitzt sie auf anderen Stühlen? Es war so nervig, ne? Es war wirklich das Dümmste, was je passiert ist. Wir saßen hier, der Typ ist zu spät gekommen. Ja, okay, ist nicht schlimm. Aber es fängt schon an. Und hat so die ganze Zeit so übel Heckmeck gemacht. Und Timmy und ich waren noch beide hier, wir saßen in der Kamera. Und wir wollten eigentlich nur, dass es losgeht. Und dann war gerade alles ready. Ihr saßt gerade beide auf euren Stühlen und dann sagt ihr so, kann ich einen anderen Stuhl haben? Und wir so, hä? Ja, kann ich den Stuhl da vorne haben? Und dann mussten wir alles umräumen, weil wir hatten vorher noch den Schreibtisch. Und den haben wir immer bis ganz nach hinten geschoben. Und der Stuhl war da komplett drunter. Es war übel Heckmeck, dass wir diesen Stuhl wieder geholt haben. Und während des Podcasts sieht man auch, der ist immer mit dem Stuhl weiter nach außen gerollt. Wir mussten nachher die Kameraeinstellung ändern, weil er irgendwann vom Teppich runtergerollt ist. Und ja, nicht mehr ja, stimmt, bei stimmt. Den Tür. Wenn man da durchzappt mal so die Timestamps, sieht man immer... Irgendwie war das... Boah, es war so... Ich habe von einem Homie gehört, der jetzt einen Podcast mit dem gedreht hat, dass der richtig schlimm über mich gesprochen hat. Also der hat scheinbar einen richtig fetten Hass auf mich. Ja, und warum Stuhl? Also vermutlich halt wegen oben herab mäßig, Machtspielchen, irgendwas. Bro, keine Ahnung, musst du ihn fragen, warum. Okay. Also ich, vielleicht war es auch wirklich einfach nur unbequem. Also, ich... Ja, ey, tatsächlich, wenn man sehr groß ist, wird es hier bestimmt ein bisschen Bro, unbequem. Aber das waren doch die schwarzen Sachen. Diese Hocker. Also ich will... Stimmt. Ich will nicht, also ich will jetzt, guck mal, ich sag, ich bin in einem tough Spot. Ich habe keinen Bock, dass irgendjemand, der hier zum Podcast kommt, denkt, dass ich jetzt hier so über diese Leute rede oder lässt ja, oder ja, so. Ja, ja, voll, voll. Aber, sorry, ist mir scheißegal. Ich bin nach Hause gegangen. Ich bin nach Hause gegangen. Ich bin nach Hause gegangen danach. Ich habe Thomas und Luki angerufen. Ich habe Telco gemacht mit denen. Bro, mein Hirn, wirklich, das ist, als hätte jemand einen Penis, der so groß ist wie das hier, in meinen Kopf reingerammt und mich gefickt. Ich habe mich gefühlt, als hätte jemand meine Seele vergewaltigt. Wirklich. Oh, ja, es war wirklich... Pain. Aber krass. Wirklich, also dieses, das ist, als würde jemand deine Seele benutzen, weil das ist so richtig versuchen zu spielen, nicht mit deinen Unsicherheiten oder so, sondern, Bro, du sitzt ja da und versuchst, ich weiß, okay, das ist ein Mensch, der ist halt so und so, aber man versucht ja wirklich irgendwie... wie soll ich sagen, höflich zu sein, die Fragen noch halbwegs angenehm zu stellen und so. Aber das sind so Kleinigkeiten. Mev kann das, Mev, du bist ja dann, also du hast ja auch so, sag ich mal, ein paar Berührungspunkte gehabt. Das, ihr habt keine Ahnung, Digga. Ihr habt keine Ahnung, das wünsche ich keinem Menschen auf der Welt. Du fühlst dich danach so richtig verwirrt, benutzt und eklig. Obwohl es eigentlich, du denkst, ein ganz normales Gespräch. Bro, das war so draining. Danach das war so toxic. Danach musste ich ihn ja noch zum Bahnhof fahren. Und da, das war wirklich, da dachte ich mir so, bitte nicht. Hast du dich mit dem unterhalten auf dem Weg? Ja, ja. Wie war das? Der wollte direkt wissen, und was glaubst du, wie viele Klicks machen wir? Und dann irgendwie so, ich dachte so, hä, keine krass. Ahnung. So. Dann hat mich gefragt, wie ich es fand. Da habe ich gesagt, nicht so gut. Also, ja. Hast du ihm echt gesagt, fand ich nicht gut? Ich so, ja, nicht so gut. Ich habe ihm halt gesagt, weil er die gleiche Geschichte erzählt hat, wie er im Fernsehen erzählt. So. Was hat er dann gesagt? So, ja, gesagt, bitte fahren ja, Sie recht. Ja und dann kam irgendwie auf Jan Böhmermann und wollte wissen, wie viel er verdient. Und dann war ich da. Wer weiß. Das ist ein Smalltalk. Okay. Genau. Fandest du den danach gut, also wo du den gedreht hattest? Also hast du gesagt, ich? Okay, das war jetzt nice. Ja, ich weiß, du sagst es eh nicht, aber so. Nee, Bro, dachtest du, war in Ordnung, oder? Ich sag dir ehrlich, mich hat's krass überrascht, dass der Podcast so, so gut gelaufen ist. Also ich bin ja generell, ich habe ja immer so die Angst, dass ich zu nett zu den Leuten bin, aber ich das irgendwie eklig finde, wenn ich, also ich mag dieses konfrontative Format im TV ja nicht, weil es dann so darum geht, ich muss Recht haben, du musst Recht haben. Ja, ja. Ich kann ja eine ganz andere Auffassung als der Mensch haben, aber trotzdem versuchen, den Fragen zu stellen. Weil ich bin so der Meinung, dass also jetzt mal so, dass wenn jemand viel Scheiße auch redet, dass die sich im Endeffekt selber ficken. Ja. Mit dem ganzen Kack. Aber Sekunde, sorry, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Ja. Also ich gebe dir mit allem recht, aber du bist ja mit einem konkreten Fallbeispiel in diesem Podcast gewesen. Das war aber witzig. Also von dem du ja ausgegangen bist. Und das, also ich fand es mega gut, weil ich weiß, dass du das gut vorbereitet hast und so.
oder die das halt gut reingezogen hast, wahrscheinlich auch ein Standardbeispiel. Als ich ihn wegen Serotoninsymptom gefragt habe, wie er den therapiert. Genau, also so, du sagst zwar nicht konfrontativ, aber das hast du schon vorbereitet. Das ist jetzt sicherlich nicht einfach so zufällig eingefallen. Nein, aber ich bin, also, was ist, aber ich meine, das ist ja eine Frage, die ein normaler Psychiater beantworten könnte. Und gut, wenn du von würdest, dir, ja, klar. Wenn du von dir behauptest, dass du fähiger Chefarzt einer Psychiatrie... Nee, ich fand es auch super, dass du das gemacht hast. Ich will nur sagen, manchmal ist es ja nicht schlecht, konfrontativ zu sein. Und manchmal ist es ja auch genau der Reiz dran, finde ich. Ah, ich sag dir also auch ohne, ganz ehrlich... dass es stumpf und unfair wird. Ich sag dir auch ganz ehrlich, also wer auch immer, es gibt ja auch den einen oder anderen Gast, den ich mir hier gerne wünsche, der sich gerne hier auf die Couch setzen kann, mit dem ich genau gerne so ein Gespräch führen würde, das mir auch sehr viel Spaß machen würde, aber... wer zum Beispiel? Du weißt genau, wen ich Können meine. Wir jetzt mal Wunschgäste auch raushauen? Ja, genau. Lass gleich machen. Eine Sekunde nur. Ich hab direkt einen. Ich habe auch einen. Oh Mann, das muss überlegen. Lass gleich machen. Nur eine einzige Sache. Weißt du, wisst ihr, wie Postel laut anderen Assistenzärzten, also Leute, die im PJ waren, solche, ich sag mal, psychiatrischen Notfälle, wie er auf die reagiert hat? Jemand ist quasi dort in einem wirklich lebensbedrohlichen Zustand oder so. Der ist schon abgegeben einfach, oder? Der hat... gesagt, der stand dort und hat den quasi, also das hat, ist laut, nein, das ist ein Arzt, der quasi dort war, der das erklärt hat, wie sich Postel dann benommen hat. Der hat gesagt, er hat gefragt, so, der, ne? Der hat eine Prüfungsfrage daraus gemacht. Ja, genau, der hat so ein Challenge draus gemacht. Genau, der hat Patient entwickelt, also jetzt klar. Der hat Game gedribbelt, einfach. Der hat wirklich Game gedribbelt. Aber da siehst du mal so, das ist schon sehr wild, ja. Ja, manipulativ also, halt. Sehr krass manipulativ. Krass, ja. Lieblingsgäste? Also, nee, Wunschgäste. Wunschgäste, ja. Michael Wendler. Michael Wendler, der Baba. Wild. Warum? Was würde dich an ihm interessieren? Interessieren jetzt nicht so krass viel, aber der war so viel in Medien und nie in so einem Format, weil der in den USA ist. Keine Ahnung. Und da könnte auch ein guter konfrontativer Podcast sein. Das wäre Baba. Ein sehr konfrontativer. Aber was ich mir halt frage, ob man so. Ich würde erst mal reingehen mit Dinger. Ich hab, wie heißt die Freundin von ihm oder die Frau von ihm? Die Freundin? Frau, glaube ich. Müller? Laura Müller? Laura Müller, ganz kurz. Ich habe Laura Müllers OnlyFans. Da übrigens bei dem Prinz Markus Podcast ist die andere Meme-Szene. So einfach gesagt hast, ich mache mit dir, was der Wendler nicht kann. Alter, in dieser ekelhaften Stimme, Digga. Das ist richtig. Ich mach mit dir, was der Wendler nicht kann. Das habe ich aber vergessen. Bro, ich muss dich überlegen, dieses jede Woche einen Podcast Stimme. Aufnehmen. Also ich bin so, das ist bei mir wie so Bulimie lernen. Ich bereite mich auf einen vor und dann direkt nach dem nächsten gucke ich auf mein Ding und gucke, wer kommt nächste Woche. Und dann bin ich so, mein Hirn leer gemacht. Also alles, was du mir gerade sagst, habe ich schon vergessen. Ja, also ich habe so gar keine Emotionen mehr zu keinem Podcast. Also, weil ich fand es halt besonders lustig, weil das war echt geil. Aber bei Michael Wendler würde ich halt sagen, ob man so jemandem Cloud geben soll, der so verschwindet. Was für Cloud geben, Bro? Man unterhält sich doch einfach mit einem ganz normalen Menschen, das ist doch geil. Nee, Digga, was der so für Ansichten verbreitet, ist schon sehr schön. Ja, aber ich kann meine Ansichten und seine konfrontieren ja miteinander. Das ist ein grundsätzliche Frage. Gefühlt kennt den ja eh jeder, also so von Kennen her. Und wenn man, ja, keine Ahnung. Also, sorry, das halt so, aber das ist so ein grundsätzliches Problem. Also, will ich jetzt nicht zu tief reingehen oder so, aber es ist halt genau das. Ist halt die Frage, okay, soll ich jetzt jemanden nicht hierher holen? Weil natürlich, wenn er sich selber darstellt und selber inszeniert und wenn man das dann zulässt, dann ist es natürlich scheiße. Aber wenn man dem halt in einem Gespräch entwaffnet, mit dem versucht, halt konfrontativ und faktenbasiert zu sprechen, aber damit die Leute das dann verstehen. Aber sich ja nicht für Fakten. Dass sie das aber da kann ja der Zuschauer selber sein Resümee. Ja, aber sonst macht er das auf irgendwelchen Telegram-Gruppen oder in seinen eigenen Foren. Da widerspricht halt keiner. Und da widerspricht keiner. Und dann sagt jeder, ja, alles gut, ja und Amen dazu. Und das ist halt auch scheiße. Das ist natürlich vorbereitungsintensiv, aber ich finde es schon ein wichtiges Element. Ja. Ich bin an der Stelle, will ich noch eine Sache hinzufügen. Du sagst ja nicht, boah, cool, Michael, geil, was du sagst. Und so. dann wäre es scheiße. Hey. Nein, Steinvorlage. Das Ding ist ja auch, ich finde das ja generell so ein Problem von deutscher Diskussionskultur ist, dass man solche Leute quasi direkt ins Abseits stellt und sagt, du darfst gar nicht mit denen sprechen. Dadurch radikalisieren die sich ja noch mehr und die Leute, die in dieser Gruppe sind, finden dadurch Bestätigung, weil die sagen, guck, mit uns will ja keiner reden, wir haben recht. Das ist ja auch die Logik, die die haben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Die trauen sich nicht, die wollen nicht, weißt du, was ich meine? Aber ich denke mir halt, die werden es ja trotzdem nachher so auslegen, wie sie es wollen. Dann sagen die, ja, Tim wollte den da jetzt ins Messer laufen lassen. Voll blöd, die Frage so. Weil die interessieren sich. Ich stelle auch keine hinterfotzigen Fragen. Aber die interessieren sich ja nicht für die Fakten.
die interessieren sich ja nicht, die wollen ja auch nicht überzeugt werden. Du ganz kurz, bei jedem Podcast ist es auch so, dass die Leute das ja vorab kriegen, du weißt das doch, und die können auch sagen, das will ich rausgeschnitten haben. Ja. Also auch mal nur so, muss also, wir sind nicht irgendwie so ein Fernsehsender, dass wir da Sachen verkatten, wie sie nicht sind oder so, muss man auch einfach sagen. 3-Minuten-Podcast. Hallo, ich hab mich erwindet. Nein, guck mal, weißt du, was ich fair finde? Also ich bin, also es gibt einfach zwei unterschiedliche Wege, sowas zu machen. Du kannst so einen Strohmann pullen und zum Beispiel sagen, okay, Wendler, oder egal welche Person, wir können jetzt weitermachen mit den anderen, das ist die schwächste Sache an dir und ich zünde den Strohmann an der, also ich greife die schwächste Kette des Gliedes, die schwächste Glied der Kette an. Oder du steelmanst den Typen und sagst, okay, also auch Props zu geben, da wo vielleicht welche sind, also dass man auch guckt, gibt es da irgendwas, also ich finde, das gehört ja auch dazu, ist auch fair, und dann zu gucken, was bleibt davon übrig. Das finde ich den eleganten Weg. Aber sich so das Schwächste von der Person rauszusuchen und dann nur darauf rumzuhacken. Ich habe ja auch versucht, auch bei Postel, egal was meine private Meinung da war, habe ich ja auch versucht, irgendwie zu gucken, was gibt's denn da zu finden. Oder auch bei wie heißt der? Bei unser Zuhälterfreund, Prinz Markus. Ah, ja. Genau. Habe ich es auch versucht. So. Was kann man, also ich frage mich auch immer, was kann man lernen von so einer Person, auch wenn sie mir nicht passt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wie machen Sie das mit den Chickies? Stimmt. Genau. Alter, aber ganz ehrlich, der hat sich eine... Ey, dieses hungrige Hugo-Highlight-Video mit Postel? Ja, mit Frau Hochstapler. Also ich habe mich so bepisst. Von ich bin gestorben. Das also wirklich hungriger Hugo. Das war 10 von 10. Das war echt, Weltklasse. Wer ist dein Lieblingsdinger, also gastmäßig? Ich glaube, da haben wir schon mal mit Nico auf dem Balkon drüber geredet. Da ist auch wieder die Frage, ob man dem die Plattform geben sollte. Oh, die Scheiße, du sagst. Oh Gott. Earl Cass. Earl Cass, Legende. Aber ich glaube, das könnte schon, also das wird schon... Bro, der Arme, der macht so 2000 Klicks auf ein Video. Ich weiß noch, als ich geguckt habe. Aber das könnte gar nicht stattfinden, das Gespräch, oder? Ich habe gar kein Problem mit dem zu reden. Ja? Ich habe gar kein Problem mit dem zu reden. Da machen wir ein Fass auf. Ey, also jetzt mal, aber kurz, Facts straight, nur mal kurz um zu, also ihr kennt mich, ich bin an sich nicht so ein Mensch, aber der Typ schuldet mir über 100.000 Euro, die haben mich dort ausgenommen, mich benutzt und ich habe immer noch die Größe zu sagen, wo ich diesen Menschen dankbar bin, was die für mich getan haben, aber auch klar zu sagen, wo die mich missbraucht und, also nicht missbraucht, ist vielleicht das falsche Wort, aber meine Naivität, meine Jugendlichkeit missbraucht haben und du warst da ganz früh dabei und du weißt es auch. Du warst beim Prozess dabei. Bei der Verhandlung mit Dulle. Genau, die saßen also bei der Gerichtsverhandlung dabei. Kann er auch ein paar, glaube ich, lustige Storys daraus erzählen. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, damals, wie das war. Also das war so, ey, ich mach dich kaputt, du bist ein kleiner Wicht, bla bla bla. Und heute, wo sind wir? Wir sind hier. Gin ist ein Laden mit über 40 Leuten. Wir haben hier Spaß, wir können Content machen, mit dem wir uns identifizieren. Wir machen coole Sachen und menschlich sind wir alle auf einer Ebene. Und stattdessen ist irgendjemand da und muss mit irgendwelchen Leasing-Autos blenden. Ich höre von immer mehr Leuten, dass irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt werden und dass also so all diese Scheiße, also so eine Schneise der Verwüstung, als irgendwelche Network-Marketing-Scams von einem Pump-and-Dump-Scheme zum nächsten und so. Bro, also weißt du, was ich meine? Da frage ich mich einfach nur so, warum? Wärst du ein gerader Mann gewesen, hättest du was sehr, sehr Krasses machen können. Das hat sehr gut angefangen und ich habe die Größe, das auch heute zu sagen, diese ganze vegane Lifestyle-Sache und Fitness und so, wäre der dem treu geblieben und hätte das wirklich aus Überzeugung gemacht und wenn ich auf diesen, ich sag mal, Cocaine-Trip gegangen mit, ich will, dass Leute Goldstatuen von mir bauen und der allerreichste, krasste Motherfucker werden, weil er sich den Kopf hat ficken lassen von irgendwelchen Wemmer-Spastis, die viel Geld haben, dann wäre der Typ heute viel weiter gekommen. Aber da sieht man auch, was der Charakter ausmacht. Das ist alles da. Also und ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber ich habe gar kein Problem, mich da zu unterhalten. Weil ich kann in den Spiegel schauen, im Gegensatz zu dem. Facts. Du warst dabei bei der Frage. Was? Nee. Nein, aber jetzt mal im Ernst, das wäre schon ein witziger Podcast. Ich denke mir voll oft, so was gewesen wäre, wenn zum Beispiel Gym Aesthetics war ja schon solide damals, wo ihr das beworben habt und so. Und Gymshark kannte eigentlich kaum jemand damals. Also zumindest bei uns überhaupt nicht. Ja. Das hätte auch so big werden können, theoretisch. Also sage ich jetzt mal, ohne da drin gewesen zu sein. Das sah damals irgendwie so cool ausmäßig auch und so. Bro, was da das möglich gewesen wäre, wahrscheinlich sehr krass. Der hat damit geworben, dass die irgendwie GA für höheren zweistelligen oder 4 Millionen oder zweistelligen Millionenbetrag verkauft haben oder so. Die hatten dort alle 25%. Bro, die haben das für 250.000 Euro verkauft, weil die Geldprobleme hatten und die anderen zwei hochanständige Ex-Ingenieure bei Bosch, hochintelligente, sehr, sehr gute Leute, die hätten daraus eine Top-Firma gemacht und ich mag die sehr.
Props gehen auch raus an die und es tut mir richtig leid für diese zwei Menschen, Bro, weil die anderen dort gesagt haben, wir brauchen Cash und die konnten dann nicht mehr nachbestellen und so. Und die Bro, die hatten fast 1 Million Umsatz im Monat. Musst du mir überlegen. Also, dass du dann so das runterwirtschaftest, dass du auch hinkommst, dass du das für 250.000 Euro aber das Office gibt's ja noch. Nee, die sind in der Innenstadt. Okay. Und es tut mir richtig leid. So. Und das ist so ein... Das ist nur Egomanie. Aber es war auch schon eine andere Ära auch damals so. Wenn man so zurück an Fitness Deutschland so... Das hätte auch richtig groß werden können, auch im Vergleich zu den anderen internationalen Leuten. Das die haben sich halt selber gefickt. Ja, die haben sich selber gefickt. Das halt aber das halt, glaubst du, dass es wegen Gier war halt? Dass Gier die gefickt hat halt? Dass sie dachten, okay, wir müssen so viel Geld machen, wie es geht und dadurch halt so auf shady Trips gekommen sind? Bro, die haben so viel Geld gemacht damals, ihr habt gar keinen Plan. Also klar, heute ist es vielleicht nicht, klingt es nicht krass, wenn man irgendwie 200.000, 300.000 Euro Umsatz macht im Monat oder so. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viel die da gemacht haben. Man muss halt auch die Zeiten berücksichtigen. So. Bro, das war 2013, 14, 15 und so. Oder 13, 14, irgendwie sowas. Ja, genau, im perfekten Moment eigentlich. Genau. Also ich meine, du siehst ja, was Gymshark heute ist. Gymshark ist heute über 1 Milliarde wert. Ja. Aber jetzt mal scheiß mal aufs Geld. Das Ding ist, die sind gierig geworden. Die haben angefangen, weißt du, was die gemacht haben? Die haben angefangen, wenn ich von die spreche, muss ich auch ehrlich sagen, dass das mehr Karl ist als Ralf. Ralf ist, muss ich sagen, hat sich da mehr von Karl mitziehen lassen und ist unterm Strich der anständigere von beiden, muss ich auch ehrlich sagen. Also Ralf unterm Strich ist ein... Ich habe auch meine Probleme mit dem, aber... Dem würde ich auf der Straße die Hand geben. Karl würde ich nicht auf der Straße die Hand geben. Aber Podcast machen. Aber Podcast nicht machen. das ist für mich Geschäft. Und persönliche Genugtuung, weil das ist so jetzt, ihr wisst, was ich meine. Ich will nicht so eklig sein, aber das ist für mich, das ist für mich wie in so einer Geschichte. Wisst ihr, was ich meine? Also so, das Leben zeigt, also kann auch sein, dass ich gefickt bin morgen. Aber würdest du eine Entschuldigung von dem annehmen, wenn er halt sagt, hey, scheiße gelaufen, tut mir leid, fuck drauf, keine Ahnung? Wenn ich das Gefühl hätte, dass die verzeihen. Wenn ich das Gefühl habe, dass die wirklich von Herzen kommt, dann würde ich die wahrscheinlich sogar annehmen. Krass. Das ist wirklich krass. Das ist echt sehr krass. Aber weißt du, guck mal, die haben dann angefangen, Affiliate-Links für Putzfrauen zu machen. Die haben angefangen, diese Network-Marketing-Scheiße zu machen. Die haben angefangen, Werbung zu machen für Lotto und Glücksspiel. Bro, die haben mit Fitnessprogramm so viel Geld für den Fitnessprogramm. Ist so ein legitimes Ding, Alter. Die haben, Bro, dann haben die da mit meinem Geld Profuel komplett finanziert. Das war dann auch nicht da mein Geld. Also das ist so voll. Und ich denke mir so, wofür? Und dann ich sag's euch, wie es ist, das ist denen einfach über den Kopf gewachsen. Da hatten die auch hatten die ein Leasing-Ferrari, Leasing-M6, Leasing-Panamera-Turbo und so. Guck mal, das Ding ist so, ich habe auch mit Simon drüber gesprochen. Mhm. Was ich verstehen kann, ich versuche auch nett zu sein, die zwei waren gefickt. Das waren so, sorry, dass ich das so sage, also es ist nicht böse gemeint, aber das waren Bauern, die gehänselt worden sind in der Schule. Ja? Und die sind jetzt in der Situation gewesen, dass du hast diesen Hass gesehen und das habe ich gefühlt. So. Und die wollten jedem jetzt zeigen, dass sie was sind, dass sie was geschafft haben. Weil die wurden auch überall auf YouTube belächelt von allen. Weil auch der Content weird war. Aber der war irgendwie so, konntest sagen, der war echt. Ja. Ne? Und da gab es auch positive Zeiten und so aus diesem Ding. Aber es war irgendwann was so ganz klar, da geht's, also man geht über Leichen für Cash. Und ab dem Zeitpunkt so. Und das, Jungs, das war für mich richtig, richtig schwer. Müsste ich überlegen. Ich habe ja auch damals gesagt, ich gehe nicht Medizin studieren. Ich mache das mit denen. Ich und so weiter. Ey, Bro, das für mich war das innere Leere und Vakuum danach. Aber so. Hast du das schon im Prozess gemerkt, dass es jetzt... Ich hab die ja wie Brüder gesehen, Alter. Ja, aber hast du das dann innen drin gemerkt, sodass du sagst, okay, boah, irgendwie gehen die jetzt in eine Richtung, die finde ich scheiße, oder warst du halt so voll außen vor, dass du das nicht so mitgekriegt hast? Ich habe es nur so punktuell mitbekommen. Also ich habe immer nur, wenn ich Karl gesehen habe, habe ich gesehen, dass er immer größenwahnsinniger geworden ist und so. Der hat halt immer dann über Fitness so geredet. Also der war so, mit Fitness lässt sich nicht so viel Geld verdienen, deswegen muss ich jetzt Network-Marketing machen, deswegen muss ich jetzt in diesen Business-Bereich gehen. Der hat irgendwelche Leute in München gesehen, irgendwelche Leute in diesen Wemma-Trips und so. Und dann hat er gesehen, da sind Leute, die sind reicher als er und das hat ihm den Kopf gefickt. Und dann habe ich halt gemerkt, der macht das eigentlich deswegen. Also der macht keinen Sport, weil er das liebt. Oder zumindest verkauft er das so in der Öffentlichkeit, sondern der will das machen, was das meiste Geld bringt. Und ihm die meiste Macht. Da gibt es übrigens, wir können es ja rausschneiden, wenn nicht, eigentlich eine relativ witzige Story. Wir waren auf so einer Homeparty und ich glaube, da warst du auch, das war irgendwo auf dem Killesberg oder so. Und egal, ich war relativ voll mit Wurzelschnaps. Ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, aber Tim kam dann irgendwann um 2 Uhr nachts ran und hat mir dann den Vertrag gezeigt. Ich war kurz vor meinem Jurastudium oder so. Ja. Und dann hat er mir den Vertrag gezeigt und hat mir gesagt, schau dir das doch mal an. Und wie gesagt, ich war halt mit 18 halt auf irgendwelchen komischen
Gebirgskräuter, Enzian, Schnaps drauf und das war jetzt halt nicht der Zustand, um jetzt einen Vertrag anzuschauen. Ja. Hab das aus irgendeinem Grund halt trotzdem gemacht und haben gesagt so, Junge, also wie gesagt, ich habe jetzt kein Jura studiert, aber ich würde mir das mal bitte von einem Anwalt anschauen lassen, weil die ein oder andere Sache ist mir da nicht... Nix Mama hat sich dann geguckt. Genau, ist nicht ganz koscher. Dann hat es sich die Mutter von einem Homie von uns angeschaut, war auch am Geburtstag da, Nick. Ah. Genau, hast du gesehen. Der, ja. der Brille. Und ja. dann hat sich das angeschaut. Und ich meine jetzt, also dass du auch, also jetzt, es ist auch deine Fehlbarkeit in dem Fall, ja. dass sie dir so einen Text geschrieben hat mit Änderungen und Sachen, die du nicht so unterschreiben solltest. Ja. Und wegen diesem besagten Vertrag waren wir 2-3 Jahre später dann, also ich als Gast, du halt als, als Nebenkläger oder beziehungsweise Kläger sogar vor Gericht gegen Karl und Ralf. Wegen diesem besagten Vertrag, wo, sorry, ein irgendwie pubertierender Jugendlicher auf Gebirgsenzian schon gesagt hat, so, also ich will damit nur sagen, das Vertrauens, also allein das Vertrauen, was damals schon gewesen ist und solche Sachen, also man hätte man genau drauf geschaut, vielleicht auch sehen können, aber man hat halt auch nicht drauf geschaut. Ich wollte es nicht sehen. Oder man hat halt nicht zugehört. Ich habe mit Nicks Mutter telefoniert, ihr mir das alles ganz genau erklärt, und dann habe ich Ralf angerufen, danach zwar, vorm Dillmann war ich damals, habe mit dem telefoniert, und ich habe dann halt dem gesagt, so, ey, guck mal, ich habe mit einer Anwältin gesprochen, dies, bla, 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 bla. Und dann war Ralf halt so, also halt ihm erklärt, was die da als problematisch sieht. Und dann hat er gesagt, das macht das jetzt nicht so kompliziert, wenn du das jetzt auch nicht, also so, auch das, wenn du das jetzt nicht machst, dann braucht man das jetzt alles nicht machen. Da ist jetzt auch so, da haben die mir auch gesagt, wir haben das Passwort von einem YouTube-Channel, die haben ja meinen YouTube-Channel damals auch aufgemacht und so. Ne, und dann war das halt alles so eine auch unangenehme Atmosphäre, aber dann war das so, ja, Tim, wenn wir das jetzt machen und durchziehen, da guckt doch eh keiner drauf und so. Das ist nur wichtig, dass du uns auch Loyalität zeigst und dass du auch weißt, da wo du herkommst. Und ich war, Bro, ich war ein junger Typ und ich war so, ey, ich bin euch auch dankbar, bla bla. Und dann war mir es auch scheißegal, dass ich da irgendwo 50% abdrücke, dann ging es mir darum nicht. Und dann habe ich aber später gesehen, die machen auch absolut gar nichts. Und dann das war auch nicht mal der Cut, was das Problem ist, sondern halt paar Geschichten. Die anderen Sachen, ja. Ja, die dann halt, wie gesagt, vor Gericht ja geklärt wurden und... Wir haben den ordentlich gekündigt, den Vertrag. Und ja, ich will jetzt auch nicht zu lange darüber sprechen, weil das ist jetzt auch relativ langweilig. Und wir haben ja diesen 43 Minuten darüber gemacht. Aber nee, also ich bin da auch offen für. Bro, ich war ein junger Typ und ich habe da auch dann... Ich bin dann so ein Typ und sag dann, ey, ich wollte mich damals nicht mit dem streiten und sagen, ey, ich verhandle jetzt mit dir wegen diesem Vertrag, weil ich mir so denke, so, ey, Jungs, ich bin euch dankbar, ich vertraue euch, ich habe hier geguckt, aber und dann sagen die, nee, komm, lass einfach so durchziehen, vertrauen uns einfach. Und ich, dann dachte ich, das ist halt so. Dann habe ich gedacht, okay, ich kann vertrauen. Das ist auch 8 Jahre her oder was? Also von daher, damals war man auch... Das ist 8 oder 9 Jahre her sogar. Ja, gut, eben. Da war man auch anders drauf natürlich. Ja. Krass. Ja. Nee, aber nur, ich versuche nur so die Sicht von einem Jugendlichen da zu schildern. Meine Sache hat sich dennoch nicht geändert. Komm, lass Trash-Format machen, dann können wir noch... Ja, bitte. Das also, hat auch für mich manchmal schlechte Implikationen. Wir stehen kurz vor folgendem Problem. Ich möchte sehr ehrlich sein. Ich möchte kurz nur eine Packungsbeilage geben. Er hat eine Freundin, ich habe eine Freundin. Der hat eine Frau sogar. Ehefrau. Thomas hat Gott sei Dank noch keine Freundin. Ich bin hier komplett frei. Deswegen, falls... Wir machen es nur mit Thomas. Ey, Jungs, das macht so gar keinen Spaß. Ich fange an, weil... Aber... Also, hä, ich bin auch offen. Also, hä, ich kann doch sagen, was ich will. So Maverick, nächste Folge also, geschieden. Also, wenn ich jetzt zur Hand habe, so. Junge, du musst diplomatisch sein am Anfang, weil sonst glaub mir, du kriegst Schläge daheim und dann kommst du nächste Folge und sagst, ja, das können wir nicht mit dir drehen. Deswegen. Das ist ja meine Schuld, schieb's auf mich. Ich bin das Frau, macht's nicht sagt, besser. Ich habe Packungsbeilage gegeben, ich werde jetzt sehr ehrlich sein. Ich liebe meine Freundin, das ist jetzt okay, aber da muss man durch. Also, wir machen jetzt was? Fuck, marry, kill. Ja. Aber müssen wir jetzt... Erste Runde. Ist das jetzt eine Runde für jeden oder... Nein, für euch alle. Timon. Ey, wer ist das? Ey, tschau mal ganz kurz. Warte, wen haben wir hier? Wer ist das Linke? Soll ich sagen, wer die sind? Ja, bitte sag mal. Links haben wir Valentina Sampaio, die ist Victoria's Secret Angel. In der Mitte haben wir Leni Kuh. Und rechts auch. Wie alt ist die? Ist die überhaupt 18? 18? Die ist nicht. Wie alt ist die? Ich schwöre dir. Wie alt ist die? Die ist nicht 18, oder? Hä? Ja, also kannst du mir garantieren, dass die Frau 18 plus ist? Das müssen wir googeln. Nein. Kannst du bitte googeln? Niemals, ich google. Ich weiß es, dass sie nicht 18 ist. Wie alt ist sie denn? Ja, das ist haram as fuck. Wer ist jetzt rechts? Wer ist jetzt rechts? Rechts ist Luna Weipert. Also fang mal an dann, komm. Maverick, okay. Komm. Fang mal an jetzt, komm. Bin ich gespannt. Okay. Wie ist die Linke? Wie heißt sie? Valentina Sampaio. Valentina, okay. Mit der würde ich auf ein Date gehen.
Also, wesh, wesh. Also quasi fuck. Ja. Der sagt Leni Klum heirate ich für die Zukunft und Lola Weibert kill ich. RIP. Scheiße, Digga. Das schlau gemacht. Mhm. Ganz links, mit Abstand, das ist eine wunderschöne Frau. Das ist eine wunderschöne Frau. Also hier, ich... Sind die Lippen echt? Alter, nie. Sind die Lippen echt? Ey, mich interessiert jetzt aber deine Meinung. Sag, ja, was? Ohne Witz, sag mal. Ich helfe dir ein bisschen. Also die ganz, Licht, ganz links definitiv. Also jetzt, das Problem ist, also ich würde die hier, ich würde hier Mary und Fuck machen am liebsten. Echt jetzt? Ja. Ja, aber okay. Wenn du Marys, fuckst du die auch. Ja. Also eigentlich musst du dann Mary machen. Bro, ich schneide kurz rein, was du hierüber gesagt hast. Wenn ich heirate die für die Zukunft. Ist okay. Ja, das ist halt ein. Man muss ja nicht direkt miteinander schlafen, ich warte. Tim, echt Diplomat gerade. Tim, echt. Was soll ich anfangen, bei einer 17-Jährigen irgendwie zu... Ja, ich Ding. Hab die geheiratet. Aber hier bei... Was redet ihr mit meiner Frau? Ohne Witz. Bro, du wirst daheim so Schläge bekommen von Isabel. Ach, Herzog, was soll die machen? Die wird nicht kochen. Das Problem ist, der schneidet das alles raus. Falsch. Stimmt, ich schneide. Wenn aber du das rausschneidest, ist es... Ich sag dir ganz ehrlich, ist generell nicht so ein ganzer Banger. Die Frau ist super schön, aber ist jetzt... Also ich bin hier generell so bei... Ich sag dir ehrlich, da würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Die Linke, die sieht so wie so eine richtige erwachsene Frau aus. Ja. Und es schüchtert mich ein bisschen ein. Deswegen finde ich die nicht so geil. Oh, Digga. Echt? Ja, Mann. Da bin ich komplett raus. Ohne Witz. Also ich meine, mit deiner Argumentation, ja. Bin dort komplett dabei. Achso, ja. Aber nee, das ist ja nur Geschmack. So, aber ist irgendwie immer so. Ich finde, ich verstehe, was du meinst und ich fühle das an sich, aber ich finde so Frauen... Besser. Bitte Julias Live-Reaction auf diese Aussage. Das ist so geil, weil das... Das hat was Anmutiges, diese Unnahbarkeit, Anmutig, die so eine Frau. Anmutig ist ein geiles Wort. Nein, aber das ist so elegant und die ist so unnahbar. Und dass du in der Lage bist, aus der Frau, die so einschüchternd ist, deine Frau zu machen, ganz diplomatisch gesagt. Sagst du das mit so einer komischen Lauten? Ja, das hat für sich halt auch einen Approach, ja. Ich finde so süße Mädchen geiler. Au! Also, was heißt geiler? Also das ist für mich süß. Das ist süß. Die, also was, die, jetzt sag die sieht mal, halt so aus, als wäre die 1,80 groß, war erfolgreich und würde nie lächeln und ich müsste Angst vor der aus so einer Frau eine süße Frau zu machen, okay, was ist dann deine Bewertung? Nee, da habe ich Angst davor. Ja, wir müssen uns nicht also sagen, auch hier, mal, wer sich jetzt eigentlich gedrückt? Ja, der hat gar nichts gesagt. Der redet nur den heißen Ball rum. Ja, der Tim ist jetzt hier. Kill, no comment, fucking Mary. Okay. Einfach das Spiel kaputt gemacht. Ohne Witz. Ja, Spiel kaputt gemacht. Was? Ja, Vincent, sag, was machst du? Ja, ich würde dann die Leni wahrscheinlich heiraten, auch wenn der Altersunterschied ein bisschen kritisch ist, finde ich. Aber auch Mavs Argument mit dem Geld ist auch sehr, sehr... Ich habe nicht so viel Geld gesagt, ich habe gesagt für später. Ja. Mavs Argument mit dem Geld. Was ist das jetzt? Hier müssen wir noch Kontostand einblenden. Hallo, das ist, hier geht's ums Aussehen, Morek! Ja, also die Linke schüchtert mich auf jeden Fall ein bisschen ein, aber die ist trotzdem schön auf jeden Fall, deswegen würde ich da auf... Also eher so weicher Schniedel, wenn du die siehst. Ja, ich hätte auf jeden Fall Respekt. Dann würde ich auf Fuck gehen. Und dann die Lola, ich kannte die aber nicht, dann wohl Kill. Aber, wieso? Wieso nicht sie Kill und Lola nehmen? Ja. Nee, lass mich mal überlegen, ja, warum? Hä? Gell, ich meine, wäre doch auch eine Option. Nein, ich will wirklich sagen, warum. Ey, das... Ich kann es nicht sagen. Also, das spricht mich halt einfach nicht so an. Sie ist halt die schwächste der drei Kandidatinnen für dich. Ja, die ist sehr fit auf jeden Fall. Ja. Aber okay, das Thomas. Ist nicht alles. Ey. Wir müssen jetzt ein bisschen Spiel aufbauen. Thomas. Bei Lola aus demselben Argument ist auf jeden Fall keine hässliche bei Frau, Lola aber... Bei Lola würde ich meine Eier durch Glasscherben ziehen. Das ist so noch nie gefallen. Mindestens 10. Halt auch ein bisschen zu laut vielleicht und keine Ahnung. Und, ja. Die Linke, Brasilianerin, die sieht vielleicht streng aus, aber das ist halt von der Mentalität her und von der Lockerheit die sicher gibt eine dir sehr... Schläge. Bitte was? Die gibt dir Schläge. Das ist auch geil. Das ist jetzt, nein. Auch das passiert beim Eifer des Gefechts. Keine handgreiflichen Frauen. Eifersüchtige, links, temperamentvolle Frauen. Fuck, aber das ist ja richtig dumm, was ich sag. Thomas, Ach, echt? Thomas. Wieso denkst du jetzt nach auf einmal?
Mach doch Leute, schnell! Also das ist jetzt... Thomas, komm! Schnelle Runde! Also, wie gesagt, ich stehe eher auf dunkle Haare als auf blond, deswegen würde ich Mary links und in der Mitte dann... Okay, macht gar keinen Sinn. Ja, wir warten einfach 3 Monate. Ja, ich sag einfach, du musst Mary, fuck, kill. Okay. Alter, einfach soll ich einfach... Warte. Du hast gesagt, Mary, fuck, kill. Ja, bitte. Savage. Ja, weil Mary ist etwas Längeres, daher nehme ich die, die ich am besten finde. Genau, die Valentina Sampaio, do Brasil. Alter Junge, bin ich völlig krank. Bitte reinschneiden, Mann. Ohne Witz. Aber nichts, was der sagt, dass er die wegen Geld nimmt. Ja, was, du hast, ich hab nicht wegen Geld gesagt, keine Silbe. Hey, hat er echt nicht gesagt. Du hast nur, weiß, du hast nur diesen Briatore-Ding gesagt. Ich weiß, aber er hat falsch. Sagen? Hey, ich hab doch schon fertig. Machen wir weiter. Sollen wir, können wir swipen einfach? Ja, und können wir das jetzt... Ey, aber bitte macht nicht diese Filme mit irgendwelchen Minderjährigen. Das ist voll haram, ehrlich. Okay, dann ergötze ich mich. Ey, nein, ehrlich, wenn jemand zum Beispiel... Was? Die Valentina ist eine Transfrau. Okay, das war doppelte Falle. Scheiße. Ja, okay, aber ist doch egal. Ja, krass, was man heutzutage. Aber zeig mal kurz. Respekt. Aber da sind halt alle in die. Ey, ganz kurz, ich muss kurz sagen. Aber du bist und dann. Aber jetzt kurz, ganz kurz ein Statement. Sie beschwert sich seit gestern darüber, warum ich die ganze Zeit so schaue. Ich wusste, sie führt was im Schilde und dass sie uns hier doppelt hops genommen hat, ist ein absolut. Und ich wusste es seit gestern. Und sie so, nee. Ich raste komplett aus. Aber was ist denn jetzt, das Problem? Zünde doch mein dass Argument, sie eine doppelte dass Falle gestellt hat. Dass sie mich einschüchtert. Aber findest du das jetzt problematisch, dass sie eine Transfrau ist? Nein, ich finde es problematisch, dass uns eine doppelte... Also erstmal hast du gesagt, es ist eine doppelte Falle. Das heißt, dass du das erstmal gewertet hast. Und ich finde es problematisch, dass uns doppelt... Also ich finde es eigentlich auch sympathisch, aber... Ja. Jetzt. Oh mein Gott! Zeig mal. Das ist Veronika Putt und das ist J-Lo und das ist Silvi Mais. Oh, Alter, das war im Ruf. Ah, das ist, da bin ich Feinschmecker. Du hast die Frage noch nicht gehört. Aus dem FF. Weil jetzt, da kommt sicherlich irgendein Twist noch. Was kommt da jetzt für ein Twist? Ey, ich sag dir... Achso, ist das selbe? Ey, ich sag dir ehrlich, ich habe Angst vor allen drei. Ich glaube, die sind alle drei Psychos. Wirklich. Mev, komm. Warte mal, ganz kurz. J-Lo's, okay. Mhm. Kann man auch alle drei heiraten, so mäßig? Nee, ich habe Angst wirklich vor denen. Nein, also... Ich... Jetzt mal hier. Ich geh mal so... Irgendwas, Silvi Mais hat irgendwas sehr Geiles, aber auch irgendwas, was ich so ein bisschen künstlich finde. Ich kann es nicht so ganz sagen, aber die Frau ist ein irdischer Engel. Ja, also wenn man dem Alter noch so aussehen will. Wie alt ist die Frau? Weiß ich nicht. Anfang 40. Anfang 40. Google mal, komm. Nee. Die ist ja schon Mama und das Kind ist doch schon... Denkst du, Silvi Mais. Silvi Mais ist nicht 43. Ja, also. Also, Bruder, okay. Und J-Lo ist älter. J-Lo ist 50, glaube ich. 50? Yes. Wie alt ist Verona Poth? 55. Ja, Verona Poth sieht doch auch nicht mehr so aus. Verona Poth ist 53. Ja. Sohn. Also, Silvi Mais, Mary, aber sowas von mit dickem, fettem Abstand. Also... Gut, jetzt auch natürlich das Outfit und alles. Ich muss aufhören, Alter. Meine Freundin kassiert mich da. Ja gut, aber das ist jetzt hier relativ klar bei dieser Auswahl. J-Lo einfach fuck. Ich muss sagen, J-Lo ist nicht so mein Typ, sage ich ganz offen. Also so, ich verstehe auch, aber es ist nicht so mein Typ. Silvi Mais mit Abstand. Ich kann nicht. Ich kann es nicht. Meinst du Brandy Love? Brandy Love ist nicht so geil. Das ist eher so, dass es zu wenig MILF-Pornos gibt. Und dass man dann trotzdem bei der landet. Also Silvi Mais mit Abstand, dann J-Lo auf 2 und also fuck und Verona Poth halt kill, ja. Wobei... Okay, krass. Hätte ich genauso unterschrieben tatsächlich. Echt jetzt? Okay. Ich nicht. Also Mary, nicht. Fuck. Also okay. Mary, fuck und wieder und in der Reihenfolge. Okay, ja. Jetzt Vincent. Rigged, Alter. Was sagst du? Ich würde Silvi Mais und J-Lo tauschen. Also willst du J-Lo heiraten? Ja. J-Lo heiraten, Silvi Mais fucken und... Ja. Und okay. Jetzt begründe? Ich hab ja, nein, begründe. Ich mag... Ich oh mein Gott, so jetzt, blond, das will ich... Im Gegensatz zu Nico. Habe ich vorhin auch gesagt, aber ich finde, bei Silvi Mais kann man eine Ausnahme machen, weil die hat dunkle Silvi Mais Augen. Hat... Nein, die blaue Augen. Blond. Eigentlich nee. Gar nichts. Okay, ich würde Silvi Mais heiraten, J-Lo killen und Verona Poth...
Bro, okay, die sieht heute nicht so aus. Ja, aber das ist nicht das Problem. Ich habe Angst vor J-Lo. Hey, was warum? Die Junge, ich glaube, die ist komplett Psycho. Die ist mit 30 Männern verheiratet gewesen, das gefühlt. Aber Veronika... Bro, was für komische Sachen achtest du? 30 Junge, Männern verheiratet gewesen. Ich achte auf den Charakter. Warum weißt du das überhaupt? Hast du Veronika mal sprechen gehört? Ja, aber die redet ja nicht. Veronika, die ist doch Verona. Nee. Veronika, genau. Wer ist das? Verona Putt. Feldbusch. Hauptsache Veronika. Feldbusch. Nee. Timmer... Ich muss gerade kurz irgendwie klarkommen. Ich glaube, J-Lo ist auch so eine, die so sehr darauf achtet, wie sie aussieht und so und die ganze Zeit dann dabei so. Hä? Aber wenn du dich doch einmal mit ihr triffst, dann musst du auch nicht mit ihr gleich heiraten. Du hast dieses Heiraten-Ding. Trotzdem. Ja, ich bin halt jemand, der denkt an die Zukunft. Also du machst so Werbeveranstaltungen für dich selber hier. Ja, also falls du noch und noch ein Banner mit Nummer und so. Ja, genau. Wir blenden das jetzt hier ein, keine Sorge, ich schneide das Ding. Wer kennt sie? Ich kenne nur den. Also, sorry, jetzt mal im Ernst. Ich kenne. Sorry. Die Sponsor, die habe ich bei David Dobrik im Video gesehen. Ich kenne keine von denen. Doch, ich kenne die mittlere. Sorry. Das ist Corinna, oder? Ja, Corinna Kopf. Sorry. Ja, okay. Alter, also, erstmal. Ich bin so inkonsequent in meinen Aussagen. Ja, du bist ein schlechter Mensch. Das ist alles OnlyFans. Nein, die rechte ist auch Pornstar. Darf ich mal kurz einmal genau sehen? Ey, aber ganz ehrlich, dieser Bodytype ist gar nicht mein Fall. Nicht? Nein. Ja, ja, doch, okay. Die ist ganz. Ist ganz kurz, ist die Linke nicht die von Tor to Handle Staffel 3? Nee, ich glaube nicht. Die Linke kennt ihr nicht, ist das eigentlich. Aber wer ist die Linke? Wer ist die Linke? Ah, okay, kenne ich. Doch, die 20.000 Follower auf Instagram. Die hatte was mit Drake mal. 20.000 Follower auf Instagram. 20 Millionen. 90 Millionen. Ja. 19 Millionen. Nicht jetzt eskaliert es bisher. Warte. Doch, okay. Stimmt, nee, die kenne ich. Nicht. Aber jetzt mal, Drake, deswegen kenn ich real Talk. Findet ihr also diesen Bodytype attractive? Ja, 100%. Welchen Bodytype? Was? Den linken? Nie. Den linken, den mittleren, Digga, den rechten. Einen von den dreien. Nee, das ist mein Bodytype. Ehrlich? Ja, bist du so chubby, oder was? Ja, ist wie Nico. Also, das ist doch nicht erstmal, das ist... Also, ich finde das auch, aber also, ich finde das nicht unattractive, tatsächlich. Ich finde es voll attractive. Also echt? Ich finde auch andere Bodytypes attractive, aber ich finde das auch attractive. Ist echt viel too much. Null meins. Null. Viel zu krass. Ja, null. Steht ja auch auf Skinnies. Also komplett. Also Frauen sind in jeglicher... Ja. Also. Ist es euch zu weiblich? Oder was weiblich? Für euch ganz kurz, den beiden, nicht den beiden. Also den beiden, wir sind komplett im Team einfach. Ist einfach also ich bin auch bei Skinnier dabei, aber ich bin auch hier es dabei. Das sieht schon sehr fake aus. Das ist doch... Also mir ist das... Nee. Also ich dann, aber du musst jetzt trotzdem entscheiden. Ja, entscheide dich. Komm, sag mal. Ich soll anfangen. Ja, dann lass mal hier Man Vincent, nee, lass mal Vincent also, anfangen. Sag die lass mal Vincent anfangen, der hat noch nicht angefangen. Kennt ihr nicht die rechts? Die ist von TikTok. Nein, die rechts, ich kenne die noch. Stimmt, das ist... Oh, aber die ist katastrophisch. Also, ganz übles Ding, ganz übles Ding. Die ist Deutsche. Was? Oh. Also ich kenne die nicht, aber... Nee, ich kenne... Also sicher? Die Dame rechts würde ich killen. Weil ich die von TikTok kenne und ich es ein bisschen cringe finde. Wie heißt Grüße gehen raus. Also, ja. Gut, die Corinna ist, glaube ich, auch keine Frau fürs Leben. Aber in dem Fall würde ich die wahrscheinlich heiraten. Das ist auch eine gute Idee. Das ist eine perfekte Kombination. Und die, ja, die Links dann wahrscheinlich fucken, ja. Auch wenn ich es, also ich finde es halt überzogen ein bisschen, ist nicht so mein Type, aber... Ey, sorry, schön, ich hab... Schön ist sie trotzdem. Ich unterschreibe alles, was Vince... Also, dieses mein Type und nicht, das relativieren wir ein bisschen, aber ich unterschreibe seine Auswahl genau so, damit wir es einfach machen. Nee, das kannst du gleich nochmal begründen und sagen. Also, guck mal, Jungs, ich sag euch ehrlich... Scheiße. Hier rechts... Also, ich gehe mal kurz so in Analysis-Mode. Beschreib mal, sag nicht rechts, sondern sag die im pinken Bikini. Die im... die Dame im pinken Bikini, zum Beispiel jetzt diese Nägel, ja? Nein, sorry, ich gucke auf Hände sofort bei Frauen. Das Erste, was ich mache bei einer Frau, ist, ich gucke auf ihre Hände. Witzig, ja. Ich gucke sofort auf ihre Hände. Ich kann es nicht. Ich finde Frauen mit... Also ich kann mich nur verlieben in eine Frau mit schönen Händen. Anders geht nicht. Und ich finde diese Fake-Nägel, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, absolutistische Aussage. Ja, ich bin da sehr so. Aber ich mag das gar nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Deswegen bin ich da sehr so... ich fühle das schon zum Ich mag Teil das aber. Nicht. Also guck mal hier jetzt zum Beispiel. Ja, die hat ja auch Weichzeichen des Todes in dem bei Gesicht mir, auch. Ich habe da aufs Gesicht geschaut und da war schon vorbei. Ja, aber, bei mir auch. Also, so. Aber das ist dann, kommt erschwerend hinzu, du hast recht, ja. Dann jetzt zum Beispiel... Ist mir einfach unsympathisch, nicht hässlich, aber ist mir einfach unsympathisch. Ansonsten so, ich finde, ist halt nicht mein Typ. Ich kann jetzt nicht genau erklären, also ich wüsste gar nicht, wo ich erklären soll, irgendwie, ist nicht mein Typ. Muss man auch nicht erklären. Nee, ich versuch's ja irgendwie zu... So, ja. So.
Bodytype, was Mev sagt, ich sag dir ehrlich, alle drei sind für mich nicht unbedingt so ein Bodytype, den ich feiere. Ja. Bei Corinna geht es noch. Corinna ist doch ganz schmal. Die sieht in dem. Die sieht so gestaucht aus. Junge, die hat hier solche Dinge, was für schmal. Ja. Nein, aber ich glaube, Corinna hat so einen Bodytype wie Elena tatsächlich. Doch. Ja, ansonsten doch. Ist sie doch schmal. Also komm, weil sie jetzt große Brüste hat, das ist doch. Ist halt so. Nee, auch die anderen Sachen, die ich gesehen habe von ihr. Also die Frage, ob das halt so ist. Also erstmal Corinna, so, wenn man so guckt, nur ich finde ihr Gesicht ist super schön. Ultra geil. Okay? Also, nein, allein schon, wie die dich anguckt, Bro. Nicht jede Frau kann dich so angucken. Das ist gerade so ein bisschen für mich verwirrend, weil ich habe gerade dein Q&A geschnitten, wo du erzählst, wie du deine Freundin kennengelernt hast. Und der ist so super geil. Ist so, sorry. So, egal. So, egal. Dann krieg ich Schläge daheim. Aber ich finde, es ist nicht mein Bodytype. Also ich finde Corinna zum Beispiel, ich will nicht sagen, ich finde zum Beispiel eine Frau, wenn die so ein bisschen unsportlich aussieht, finde ich das nicht nice. Und Corinna auf den anderen Bildern, die sie so macht, finde ich, dass sie da nicht so aussieht. Ihr Gesicht wunderschön. Der Körper ist nicht so meins. Also die dicken Brüste ist man immer irgendwie Fan von, aber ich bin mehr. Da bräuchte mir Nico jetzt. Gruß an Nico. Genau. Ja, echt so. Gruß an Nico. Aber auch wie Vincent Mary, weil sie hier mit Abstand die schönste ist, also by far meiner Meinung nach, und wunderschönes Gesicht hat. Bro, wenn die dich. Ich kennt dir das, du bist so, bist auf so Homeparty so irgendwo, dann ist die da und du. Da ist keine. Du, ich kenne echt nicht, wenn nichts. Ich Homeparty bin und die ist da. Ey, auf der Homeparty war ich auch noch nicht. Bro, das war in L.A. heftig. Was? Als wir auf diesen Partys waren und es war nur die da. Junge. Weißt du, was mir wehtut, dass das alles jetzt. Ja, egal. Darüber reden wir beim nächsten Mal übrigens. Insights aus L.A. Egal. Egal. Ihr fühlt's nicht. Ich. Ist meine Meinung. Ich fühle, was du meinst, ja. Aber ganz kurze Flaw an diesem Format ist für mich eine Sache. Ich finde, bewerten wären wir viel schneller gewesen. Bewerten hätte ich dir gesagt, hier, das stört mich, das. Zack, das gebe ich. Ja, aber das kannst du ja nicht einfach ein neues Spiel machen. Ja, nee. Spiel doch einfach. Sag jetzt einfach. Spiel, Junge. Ja, Mary, fuck, kill. Aber also Mary, Corinna, so fuck die Linke und kill die Pink. Sei du Thomas. Leise. Warte, was sagst du? Ja, er hat angefangen. Er hat es doch schon gesagt. Thomas, du hast es genauso gesagt, ne? Was? Mary, yeah. Corinna. Schneid bei mir richtig schnell zusammen. Mary, Corinna. Du willst auch fuck, Corinna. Wie heißt die? Demi, Rose? Ja. Alter, ich tue so als Demi Rose. Und die rechte, also die mit dem pinken Outfit halt in dem Fall kill. Muss ich das jetzt noch groß begründen? Nee, ich glaube nicht. Aber ich finde schon, wie du gesagt hast, schon. Vor allem das Bild kommt groß. Warte. Es ist ja schon, wie du gesagt hast, schon krass unsympathisch, dass sie so einen heftigen Weichzeichen im Gesicht hat. So, man erkennt ja nicht mal im Gesicht. So, das wäre mir nie aufgefallen. Junge, was direkt, auch nicht, Alter. Ein heftigen Weichzeichner. Vor allem, dass du sagst, dass du das gesagt hast. Bro, du hast das gesagt. Ich hab das gesagt. Unsympathisch vom Gesicht. Weichzeichner. Ja, man sieht ja gar nicht mehr die Struktur von ihrem Gesicht so. Es ist alles weg einfach. Ist zu künstlich. Ja, nee, ist ja nicht künstlich, ist einfach nachbearbeitet mit Facetune. Achso, ich dachte, du kennst jetzt irgendein Make-up-Produkt als Connoisseur oder so. Nee. Okay. Also ich finde, wenn wir nächstes Mal sowas machen, wir müssen bewerten machen. Nee, wir machen. Die kann ja das Spiel aussuchen. Ja, ohne Witz, das ist doch das ist der ganze Spaß. Aber immer ein anderes Spiel einfach. Ja, jetzt habt ihr. Das war doch witzig. Ja. Ich habe noch nicht gesagt, was ich mache, aber ich kill auch die im Pinken, heirate Corinna und die Linke, ja. Also im Prinzip haben wir. Aha. Heirate alle. Die Rechte, hast du gesagt? Und obwohl du die jetzt kennst? Ja? Ach komm. Ja, ich hätte kein Problem mit OnlyFans, haben wir gestern schon drüber diskutiert. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Weil Vincent muss arbeiten. Stimmt. Alter. Ja. Und wir auch noch, wir müssen das Video noch gucken. Nee, lass gleich angucken. Ja. Okay, Freunde, komm. Wenn hier, you know the drill, schreibt Kommentare, wir lesen und dann haben wir hoffentlich Themen und müssen uns nicht vorbereiten und fällt uns das leichter, hier das zu drehen das nächste Mal. Ja, auch mal generell sagen, ob das jetzt überhaupt interessant war. Ja, echt, also das würde mich freuen, wenn ihr da Sachen in die Kommentare schreibt, einfach nur, weil auch die Jungs, ganz ehrlich, dass sie sich hier ihre Fressen in die Öffentlichkeit zeigen, ist auch ein mutiger Schritt. Also ich war noch nie in irgendeinem Video, nicht mal ansatzweise. Ihr beiden schon. Du warst besoffen bei Nico in Vlogs. Ja. Ja, ganz kurz, aber du hast mit Vincent normale YouTube-Videos. Du bist in jedem zweiten Vlog drin. Und okay, ich war in irgendeinem Vlog, wo Nico mich halt filmt und ich kenne Nico. Und dann du bist der Weltmeister, oder nicht?
Ja, da war ich mitten im Rage Cage Spiel, schon was anderes. Aber ja. Ja. Ich fand es aber auch von Tim eine interessante Idee, weil ich, keine Ahnung, ich würde jetzt denken, man will lieber selber natürlich auf seinem Channel auftreten, als statt jetzt irgendwelche Randoms mit reinzuholen. So. Deswegen sagt man einfach, ob das irgendwas getaugt hat. Nee, ich finde es interessant. Also ich finde es doch cool, auch mal so andere Perspektiven zu haben. Ich finde es cool. Also ich mag das.